mein Baby, ich habe meinen Einsatz verpasst. Warte doch mal ein bisschen. 1ahosting.ch. 100 GB SSD-Webhosting für nur 4,90 Franken pro Monat. Registriere jetzt deine .ch-Domäne für nur 4,90 Franken im ersten Jahr zum Hosting dazu, Mann. Webhosting vom Feinsten. Und damit einen wunderschönen guten Abend, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen live aus Interlagos zum mittlerweile schon sechsten Lauf der Flonk Formel 3. Nein, GT3 Pro Series. Herrgott im Himmel, ich lese zu viele Dinge gleichzeitig, das ist nicht gut. Wir berichten live aus Interlagos vom, oh Gott, ich kann das immer noch nicht, ich krieg das nicht hin. Autodromo José Carlos Pace. Ja? Heißt es überhaupt Pace oder heißt es Pace? Ich bin mir gar nicht so sicher, muss ich zugeben. So wie du sagst, wird schon stimmen. Wird schon irgendwie passen. An meiner Seite, wenn auch gerade nicht sichtbar, Simon Heck wieder natürlich. Einen wunderschönen guten Abend, lieber Simon. Hallo. Guten Abend. Hallo. Und wir beginnen. Mein Name ist Simon. Ich bin ja Simon und ich bin auch dabei. Ja. Nein. Wir beginnen heute Abend das Ganze ein bisschen anders mal. Wir beginnen heute Abend das Ganze mit einem kleinen Interview. Und haben da unseren Interviewgast tatsächlich auch schon im Warteraum. Ich ziehe den auch mal direkt zu uns. Und ich hoffe, dass er uns jetzt hören kann. Wir haben bei uns in der Interviewkabine heute Abend Dave Erdin. Einen wunderschönen guten Abend, Dave. Ja, guten Abend. Guten Abend alle. So, schön, dass du die Zeit gefunden hast, kurz vor dem Rennen, beziehungsweise kurz vorm Quali, dich noch mit uns zu beschäftigen. Einfach mal die erste Frage an dich. Wie geht's dir? Bist du gesund? Bist du fit? Ich hoffe es, bis jetzt schon, ja, danke. Das ist schon mal gut, das ist schon mal sehr gut. Da hast du vielen Menschen im Moment was voraus. Kleiner böser Witz am Rande. Nein, aber Dave, nimm uns mit, wie sieht deine Vorbereitung gerade aus? Wie fit fühlst du dich hier auf dem Autodromo José Carlos Pace? ist ein bisschen heiß, jetzt die Streckentemperatur. Für diese Strecke immer etwas schwierig, ich denke mit den Pneus. Es wäre natürlich einfacher, wenn es 20 Grad wäre, aber ja, ist immer so in Interlagos. Ja, ich frage mich immer, woran das liegt in Brasilien. Ich weiß nicht, warum die nicht mal ein geregeltes Klima haben können. Das ist ein riesiges Land. Ich glaube, sie hatten an gewissen Orten sogar Schnee und so, aber einfach wahrscheinlich nicht in der Nähe. Ich glaube tatsächlich, es gibt Flecken. In Brasilien, wo tatsächlich ein bisschen Schnee liegt. Aber ja, das jetzt zu beweisen, wäre auch wieder so ein Thema tatsächlich. Weiß ich nicht, ob wir das einfach so hinkriegen. Ansonsten, Dave, du hast jetzt heute Abend, hoffe ich zumindest nochmal, richtig Bock auf ein richtig schönes Rennen hier, oder? Ja, klar. Also ich freue mich drauf, auf den Lauf. Ich habe mich einigermaßen gut vorbereitet, hoffe ich mal. Und ja, schauen wir mal. Das Spaß macht so oder so, das auf jeden Fall. Ja, das ist ja mal das Wichtigste. Jetzt dann noch die Frage an dich, Lauf Nummer 6. Jetzt sind wir ja schon tatsächlich, die Halbzeit der Saison haben wir gerade hinter uns. Was ist der Plan für dich jetzt noch für die letzte Hälfte? Hast du noch irgendwelche Ziele, die du selber erreichen möchtest? Das Ziel, ich habe eigentlich ziemlich viel am Anfang verbockt durch einen Fehler, wo ich Punkte machen konnte. Und ich versuche jetzt einfach um die Top 20, das ist mein Ziel, mal sehen. Das ja, müsste, wenn alles klappt, sollte es reichen. Mit ein bisschen Vorbereitung auf einer Strecke wie Interlagos, mit den Wetterverhältnissen auch noch, liebe Zuschauer, keine Sorge, da können wir gleich auch noch drauf eingehen.
Und das dann auch noch zeigen. Aber ich bin schon ziemlich sicher, dass da einiges für dich heute Abend gehen wird. Also wir drücken auf jeden Fall die Daumen. Nimm uns noch ganz kurz mit. Hast du noch eine Strecke so bis zum Ende der Saison, wo du sagst, yo, das wird meine Strecke werden? Also ich freue mich schon sehr auf Suzuka. Ich liebe die Strecke. So wirklich schön. Die sollte mir auch liegen und dem Auto hoffentlich, ja. Muss ich ganz kurz und ganz doof fragen, mit welchem Fahrzeug bist du hier in der GT3 unterwegs? Ich fahre den Porsche GT3, ja. Ah, Porsche. Ja, Porsche ist ja, also ich finde ja persönlich, der Porsche ist iRacing sehr, sehr gut gelungen, was die Umsetzung angeht. Das Einzige, was ich an dem Auto gar nicht mag, und da kommt jetzt aber auch so ein bisschen mein fehlendes Können, glaube ich, mit rein, ist das nervöse Heck, das er gerne mal hat. Ja. Das stimmt. Ich denke auch, und die in langsamen Kurven ist er etwas schwerfällig im Vergleich zu den anderen Fahrzeugen. Ja, das stimmt. Und dann noch eine Frage, weil ich muss zugeben, ich habe es gerade vergessen, bitte entschuldige. Für welches Team bist du denn nochmal am Start? Ist etwas kleines Spezielles. Ich fahre für das NRT, das ist ein spanisches Team. Das sind eigentlich Freunde von mir, die wir in der Liga getroffen haben, ich und Alain Garrigue. Und seither fahre ich mit ihnen zusammen und fahre ihren Skin. Wegen der Mamma Mia-Werbung, die drauf ist, das ist ein Pizza-Service in Spanien. Wie geil ist denn das bitte? können wir bitte... Können wir beide Pizza bestellen? Ja, genau. Können wir mal eine Pizza bestellen, bitte? Kommt ihr aus Spanien auch zu mir? Ich glaube nicht. Wahrscheinlich eher nicht. Also sie könnte bei mir ankommen, aber bis dahin ist sie wahrscheinlich ungenießbar. Gehe ich mal schwer davon aus. Super. Dann Dave, vielen, vielen lieben Dank, dass du dir kurz die Zeit genommen hast. Wir wollen dich auch gar nicht mehr allzu lange aufhalten, sondern dich nochmal in die Vorbereitung entlassen, weil wir haben ja auch dann gleich noch Briefing und Quali. Und da wollen wir dich jetzt noch in Ruhe dich vorbereiten lassen für das Rennen gleich. Wünsche dir natürlich viel Erfolg. Lass das Auto heil, komm gut über die Linie und Top 20 sind auf jeden Fall drin für dich. Herzlichen Dank und allen viel Spaß. Tschüss. Viel Danke, Glück. Ciao. So, Dave Erdin, meine Damen und Herren, war das einmal. Und, das habe ich natürlich gerade vergessen zu sagen, ehrlich gesagt, während er noch da war, ist mir jetzt gerade in dem Moment eingefallen, er ist ja auch Fahrer im Fokus heute, den wir gleich vorstellen werden. Also auch da gibt es gleich noch einen schönen Beitrag zu Dave dementsprechend. Aber ich würde sagen, Simon, wir haben vorher kurz ein Thema abzuarbeiten. Das gehört einfach dazu. Der letzte Lauf in Road Atlanta... Ich will jetzt nicht sagen, es war Chaos, aber... Ja, sagen wir mal so, wenn halt da vorne, für alle, die sich erinnern, Hans-Bodo Kohl, ich glaube Platz 2 oder 4 war er, wenn da vorne halt jemand Heck wegrutscht auf so einer engen Strecke, da bleibt den anderen halt nicht viel übrig. So, das muss man ja mit dazu sagen, ne? Muss man ja mit festhalten. Genau. In dem Zuge gab es ja jetzt auch keine Strafen. Aber es gibt andere Strafen tatsächlich. Es gab andere. Sogar auch, hatten wir letztes Mal, glaube ich, gar nicht erwähnt, denn mit in der kleinen Regeländerung war drin, dass halt zum Start wieder auf die Green von iRacing gewechselt wird, aber man auch keinen zu großen Abstand lassen darf. Und da haben wir schon 4 Fahrer, die dafür eine Verwarnung bekommen haben. Genau, die 4 Fahrer, da wollte ich gerade auch noch drauf eingehen, das schauen wir hier mal dran. Das ist Marcel Mayer, Flavio Iscro, Sascha Brandmeier und Christian Schumacher. Die jetzt in der Startphase beobachtet werden, auf jeden Fall, von der Rennleitung. Und was das angeht, wollte ich genau, das ist schön, dass du das schon so aufgegriffen hast, Simon, da machen wir gleich mal weiter. Runde 1, Turn 1, Hans-Bodo Kohl, da gibt es keine Strafen, weil Hans-Bodo sich eben selber wegdreht und alles, was danach passiert, sind Folgeunfälle. Dementsprechend genau, Hans-Bodo richtig keine Strafe für irgendwen in diesem Fall. Ja, Hans-Bodo hat einfach in der Kompression das Heck verloren. Es sah für mich selbst anfangs sehr komisch aus, aber dann im Nachgespräch sind wir drauf gekommen, okay, da ist diese Kompression, das Heck wird einmal leicht mit den kalten Reifen, das kann leider passieren. Aber wir hatten schon vor der Start-Ziel-Flagge, glaube ich, war das sogar, oder kurz danach hatten wir eine Korsinger-Collision von Thorsten Galb. Genau, das ist tatsächlich, glaube ich, sogar noch vor offiziellem Rennstart, wenn ich es richtig weiß. Ja, ich glaube, das war nach der letzten Kurve direkt. Und mit unserem Dave Erdin, der eben hier war. Genau, richtig. Und da gibt es das Urteil der Rennjury, da möchten wir auch noch kurz drauf eingehen. Thorsten beschleunigt stark und nimmt keine Rücksicht auf den Ziehharmonika-Effekt, der vor ihm zustande kommt.
fährt auf dementsprechend er bzw. fährt dementsprechend auf und wechselt die Linie nach links und verursacht eine Kollision mit Dave. Dementsprechend ja. bekommt Thorsten eine Quali-Sperre und muss von hinten starten. So. Dann hätten wir ja. Fall Nummer 2 und da muss ich dann tatsächlich sagen, den hatte ich gar nicht mehr so im Kopf, wenn ich ehrlich bin. Ja, ich glaube, da geht es eher so ein bisschen drum, dass man dann angeschaut hat, okay, da war der Vorfall mit Hans Bodo. Ja, da ist es auch mal schwer zu reagieren, aber trotzdem haben die Leute Zeit, auf die Bremse zu gehen. Ne? Ist wie eine gelbe Flagge, da musst du dann vom Gas gehen, du kannst dich Vollgas durchheizen. Und da hat man eben bei Michel Lichti gesehen, dass er zwar kurz auf die Bremse gegangen ist, die dann aber wieder gelöst hat und aufs Gras geht und nochmal mit Hans Bodo Kohl zusammenstößt. Ja, da gibt es einfach die Empfehlung von der Rennleitung, dass man da weiter auf der Bremse hätte bleiben können und das etwas mehr Ruhe reingebracht hätte. Und ich sprich da eine Verwarnung aus. Genau, allerdings, wie gesagt, geht es hier nur um eine Verwarnung und die Startphase auch genau. für Michel Lichti wird beobachtet. Und genau. dann... Und dann müssen der wir sagen, Incident, da kommt der Große jetzt. Und da muss ich sagen, ja. so böse das jetzt auch klingen mag, aber auch hier kann ich das Urteil der Jury verstehen, muss ich einfach an der Stelle mal sagen. Ja, also ich glaube, das ist eine Situation, die niemals so passieren darf. Sind auch Sachen im Nachgang passiert, die absolut unangebracht waren, muss man auch sagen. Aber ich glaube, die meisten erinnern sich daran. Ich glaube, P3 war es, der dabei rausgeflogen ist. Da hat der Sascha Di Francesco ja. sich nach den S's gedreht und fährt wirklich ohne, ich würde einfach sagen, im Affekt, also anders kann ich mir nicht vorstellen, im Affekt wieder auf die Strecke zurück und fährt halt über die gesamte Streckenbreite und ja, der Nachfolgende, ich glaube, es war P3, ne? Ja, ich glaube, es war P3 zum Zeitpunkt, ja. Ja, einer von IS konnte da nicht mehr ausweichen. Und dementsprechend ja, war das Rennen dann eigentlich vorbei leider und ja. Dementsprechend bekommt Sascha Di Don Francesco als Konsequenz aus dieser Situation eine Sperre für dieses Rennen, das heißt in diesem Lauf wird er nicht teilnehmen dürfen. Ja. Ist sehr, sehr schade. Ich muss aber zugeben, auch ich glaube nicht, dass das Absicht war von ihm, auf gar keinen Fall, aber man muss leider die Situation als sie an sich betrachten und da muss man dann sagen, ist die Entscheidung der Jury berechtigt. Ja, man hat ja angekündigt, die Strafen ein bisschen zu verschärfen. Ja, verschärfen, ja. anzuziehen. Und weil wir hatten die Situation ja schon mal, da ist es zwar nicht so krass geendet, aber ja. doch auch mit Kollision etc. Aber hier hat man dann trotzdem anstatt eine Keulensperre dann eine komplette Rennsperre ausgesprochen. Kann ich nachvollziehen, ist hart, ja, aber man hat es ja angekündigt und ja, ich denke, Sascha wird das daraus gelernt haben, aber war ja auch absolut nicht mit Absicht. Das im Affekt dann denkt man kurz sich dran, will schnellstmöglich auf die Strecke zurück und dann ist es schon passiert. Das sind leider Sachen, die sind richtig, richtig mies, aber die passieren nun mal auch. Genau. Kommen wir von einem Thema, das nicht ganz so schön ist, zu einem Thema, das sehr erfreulich ist. Und da würde ich einfach sagen, wir schauen uns das Video zum Fahrer im Fokus an. Dave Erdin, wie gesagt, oh, ja. heute Fahrer im Fokus. Wir schauen uns das Video kurz an und auch hier muss ich schon wieder sagen, ich habe es nicht angeguckt vorher. Ich behalte mir diese Überraschung ja immer vor für den Stream, weil ich dann immer live darauf reagieren kann und das immer super witzig finde. Aber ich habe zumindest Bilder gesehen. Und diese Bilder alleine reichen schon, um bei mir eine richtige Spannung und Vorfreude hervorzurufen. Deswegen sage ich an der Stelle einfach mal, wir gucken es uns an und danach quatschen wir wieder kurz drüber. Der heutige Fahrer im Fokus hier bei mir, Dave Erdin. Herzlich willkommen. Hallo, besten Dank. Mein Name ist Dave Erdin. Ich bin ursprünglich aus Basel, dort aufgewachsen, wohne aber jetzt seit längerem in Zürich. Bin 45 Jahre alt, sehr alt, also werde im Dezember 46. Ich habe noch keine Kinder. Wir sind zu zweit. Ich bin glücklich verheiratet. Nicht aktiv Musik, ich bin über die Fasnacht eigentlich zu der Musik Schlag oder Pauke, wie man das Musik nennen kann, gekommen.
Das ist so, ja. Das sieht man wohl auch an den vielleicht Bildern von meiner Hochzeit, von unserer Hochzeit. Ich bin ein großer Star Wars-Fan. Ich fahre sehr gerne Motorrad. Ich habe mir, ja, bevor ich, oder kurz bevor ich nach Zürich gezogen bin, eine KTM 96 Duke zugelegt. War in Anne-Durin. Und da hat es einen Fotografen, der auch schöne Fotos gemacht hat. Ich bin damals in die Tour in die RS, habe Panzerminenwerfer gemacht und da war ich Fahrer, M113-Fahrer. Das war ich immer ein bisschen, ich habe das immer versucht, im ganzen Leben irgendetwas zu fahren, egal was. Und im Militär war es der Schützenpanzer. Ich war so mit 18 oder vorher schon sehr sportlich engagiert, habe damals American Football gespielt, war auch in der Junioren-Nationalmannschaft. Habe dann praktisch gleichzeitig noch mit Kickboxen angefangen und das war eigentlich die Zeit in Basel, wo ich relativ aktiv war, sportlich war. Früher habe ich mal Erzrennen gefahren, wie man ja wahrscheinlich auf den Bildern gesehen hat. Ich habe relativ viele Freunde von dort noch aus der Zeit und einige davon haben in das Sim Racing Lager gewechselt. Ich habe Heusingwelt Sprint Pedale, ein Motedis Rig, so ein bisschen abgeändert, nicht ganz original, aber dann habe ich eine VRS Direct Drive Base, ich habe ein Gomez Wheel, also ein GSI Wheel und ja, so ein bisschen auch ausgestattet so mit einem Dash und ich benutze einen Super Widescreen, einen 49 Zoll. Spaß, Competition und Schwitzen. Ja, für mich wäre es schön, wenn ich Top 20 schaffe bis Ende Saison. Viel Spaß beim Rennen, viel Spaß mit der Flank. Also, jetzt mal ganz ehrlich, ich feiere diese Fahrer im Fokus-Videos ja immer, ja, wirklich, jedes einzelne davon. Ja, absolut. Aber absolut. Bei Dave waren jetzt ein paar Dinge dabei, wo ich sage, die sind so einzigartig. Da hockt er mit einer PSP in einem Panzer. Also ich gehe mal davon aus, dass es ein Panzer war. Ich bin mir nicht sicher, aber ich gehe mal davon aus. Einfach in die Richtung. Dann hat er einen Stormtrooper-Helm auf, was ich auch schon sehr geil finde. Und dann hat er einfach Größen der Videospielbranche getroffen. Ja? Die Namen hinter Gran Turismo, es tut mir wirklich leid, ich kann mir die Namen nicht merken. Aber der Gründer von Gran Turismo oder der Chefentwickler Gran Turismo und wie heißt er denn? Miyagami? Der Kopf hinter Silent Hill. Wo ich mir einfach denke, holy shit, den trifft man mal einfach so? Ja, okay, warum nicht? Aber ansonsten sehr, sehr Supermarkt um die Ecke. Ja, genau, warum nicht? Ne? So beim Einkaufen, Otschung, Miyagami, brauchen Sie noch Eier? Ja. Hier, hier haben Sie auch noch Sahne, ist kein Problem. Nein, also sehr, sehr cooles Video von Dave in dem Fall. Ich mag diese Beiträge, ich finde das cool. Ich mag das einfach ungemein. So, aber Simon, wir müssen uns ja ein bisschen beeilen, weil wir haben ja auch noch eine Strecke, die wir vorstellen müssen heute. Beeilen, ja. Das machen wir dann mal direkt. Fliegen von Road Atlanta zum Middle America, einfach mal runter nach Brasilien an den Zuckerhut. Übrigens, Simon, hast du vor 2 Wochen zufälligerweise die Formel 3 gesehen? Nein, zu meiner Schande muss ich das gestehen. Weil dann könntest du jetzt wissen, warum Interlagos heißt. Weil es zwischen Seen ist. Inter und Mensch. Lagos. Oh, schön. Ja, also hast du doch gesehen, du. So. Nein. Hast du dir selber hergeleitet, ne? Ja, da sehe ich jetzt 2 Seen. Ja, schlauer Bursche hier. Also, meine Damen und Herren, einen Applaus bitte für Simon schon mal. Der kam drauf, ich nicht. So, ja, der Autodromo José Carlos Pache. Eine wunderschöne Strecke tatsächlich, wie schon gerade erwähnt, zwischen 2 Seen gebaut, auch mitten in der Stadt Interlagos. Also wirklich, das ist mal ein Bild. Da ist wirklich alles drumherum. Also da ist Stadt, ja, plus absolut. See, da ist alles. So, und wir gehen in die Hotlap und fahren mit. Und ich glaube, es ist Niklas Last in diesem Fall.
bei dem wir mitfahren im Porsche 911 GT3R. Und ich muss ja sagen, das Senna S hier die erste Stelle direkt brandgefährlich, nicht nur in der Startphase, auch mitten im Rennen. Ungemein gefährliche Stelle. Man kann nicht auch nur, in den Zweikämpfen. Genau, man kann nicht nur mit abfliegen, sondern so viele Fehler machen, die Zeit kosten ohne Ende. Auch hier das Anbremsen in Kurve 4. Es ist Interlagos lebt davon, dass du gut auf der Bremse bist. Ja, auch der Exit da sehr gefährlich. Kann man sehr, sehr schnell über den Körper rüberrutschen, weil der abschüssig ist. Genau, und jetzt hier eine der absolut brandgefährlichsten Stellen überhaupt, wie ich finde. Dieses bergauf langgezogene rechts beim Anbremsen. Man sieht es bei Niklas schon, wie der am Arbeiten ist mit dem Auto. Also es ist schon... Also es tut mir jetzt leid, wenn ich das mal so sage, aber das ist schon sehr unruhig, wie das Auto da liegt. Wahrscheinlich ein sehr schnelles, aggressives Setup, das Niklas hier fährt. Dann wieder in den ersten Gang runter. Und jetzt kommt wieder so eine Stelle. Gerade zu Beginn des Rennens, Simon, muss man sagen, hier muss man höllisch aufpassen. Hier muss man tatsächlich zu Beginn des Rennens lupfen. Ja, da muss man lupfen, weil die Kurve sieht heftiger aus, als sie ist. Auch eine abschüssig. Und da dreht es das Heck sonst weg. Auch da, letzte Kurve, sehr, sehr wichtige Kurve. Da muss man den ganzen Speed für die lange, lange, lange Gerade mitnehmen. Und der Curve ist auch wieder abschüssig nach außen hin. Wenn man da zu weit drauf fährt, dann hängt man im Gras dran. Also da kann sehr, sehr viel passieren tatsächlich. Interlagos, die sieht auf den ersten Anschein gar nicht so krass aus. Aber wenn man auf dieser Strecke mal gefahren ist, dann weiß man, die ist brandgefährlich. Also wirklich brandgefährlich, nichts anderes. Ja, in Brasilien hat man nur Feuer unter dem Winter, ne? Samba de Janeiro! Mach mal vor, bitte. Moment, ich kann tanzen, okay? Stimmt. Ich habe jetzt hier bloß leider keine Tanzfläche hinter mir und keine Partnerin, mit der ich tanzen kann. Aber ansonsten würde das funktionieren. Auf der Meisterfeier oder so. Muss ja, genau, auf der Meisterfeier machen wir das. So, ich muss ganz kurz Simon, ins Briefing rüberspringen. Da sind wir nämlich schon angekommen. Oh, ja. Und dann hören wir uns sofort wieder. Bis gleich. Schnell, beeilen. So, hier. So, einen wunderschönen guten Abend zusammen. Der Stream ist nun auch anwesend. Vielen Dank. Guten Abend. Kann man mich hören dieses Mal? Ich höre dich gut. Copy. Wunderbar. Vielen Dank. Guten Abend. Willkommen hier zum Rennabend in Interlagos. Mein Name ist Fabio Calciagandino. Ich bin euer Rennleiter. Die Jury besteht aus Nico Tanner, Daniel Hablützel und Stefan Bettischer vom ASS. Wir starten um 9:30 mit dem Long Quali. Superpole-Format, 10 Minuten, habt ihr Zeit. Die zwei Fahrer für die Qualifikation im Livestream sind Fahrer Nummer 1, Patrick Schilikowski, bitte beim Start vom Quali sofort rausfahren. Und dann haben wir Tobias Schmid bei der 4-Minuten-Marke, bitte losfahren. Start erfolgt in zweier Reihe, fliegend. Zurückfahren lassen und Startübungen in der Formationsrunde sind verboten. Es wäre schön, wenn wir diesmal ungefähr 2 Fahrzeuglängen Abstand haben zwischen den Fahrzeugen in der Einfeuerungsrunde. Bitte lasst euch nicht zu fest auseinanderfallen. Vorzeitiges Ausscheren aus der Formation oder versetztes Fahren ist verboten. Das Startzeichen kommt von iRacing und sobald wir Green, Green, Green haben, ist das Rennen freigegeben. Boxeneinfahrt und Ausfahrt aufpassen bitte, auch überholen vor blinden Kuppen ist schwierig. Allgemein, es hat ein paar Kurven, die zum Überholen einladen hier auf dieser Strecke. Bitte setzt eure Manöver an, dass alle auf der Strecke bleiben und kein Schaden entsteht. Sicher wieder am Start. Bitte passt aufeinander auf. Die Kurven 1 bis 3 sind sicher delikat, danach nochmals 4. Bitte lasst euch genug Platz, denkt an den Netcode. Schaut, dass ihr die ersten paar Runden übersteht. Von der Club
Serie haben wir ein tolles Rennen gestern gesehen, habe ich mir von einem Rennleiterkollegen sagen lassen. Von dem her wäre schön, wenn wir das hier auch durchbringen. Wir haben noch Strafen. Thorsten Geib im Quali gesperrt. Sascha Di Dom Francesco sitzt eine Rennsperre ab. Nach dem Rennen keine emotionalen Äußerungen im Funk oder Chat, bitte. Ihr habt immer das Recht, Proteste einzulegen, wenn ihr das Gefühl habt, dass ein Manöver nicht den Regeln entsprochen hat. Bitte zögert nicht, das Formular auszufüllen. Das ist ab morgen 9 Uhr nach der Cooldown-Phase für 24 Stunden möglich. Wie immer die Top 3 ins Interview zu SRA TV. Link ist im Fahrerbriefing zu finden. Wenn ihr die Drivers Cards habt oder Live-Schaltungen, meldet euch bitte bei SRA TV und füllt die Driver Cards aus. Das sieht immer super aus. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch ein spaßiges, faires und hartes Rennen. Habt Sorge zueinander und viel Spaß. Jo, viel Spaß allen. Jo, viel Spaß. Viel Spaß, viel Glück. Viel Erfolg. So, da sind wir auch schon wieder. Kurzes, knackiges So, Briefing. da ist er wieder. Da wieder. Kurzes, knackiges Briefing. Man muss ja auch mittlerweile nach so, naja, ich sag mal, mittlerweile doch schon einigen Läufen der Da Saison kennt muss man man auch fast nicht ja mehr, schon ja, da auswendig, muss man ne? auch nicht mehr ganz so viel sagen dazu. Jetzt auch fairerweise einfach mal, glaube Ja. ich, dazu erwähnen. Aber wir haben noch 6 Minuten, bevor wir tatsächlich ins Quali gehen. Da würde ich einmal ganz kurz gerne auf das Thema Wetter eingehen, weil es ja auch schon Dave angesprochen hat. Wir zeigen mal das Wetter einmal an. Da sehen wir, ja, 22 Grad Lufttemperatur, aber 41 Grad auf der Strecke. Ja, wir sind in Brasilien, hallo? Da sind es keine 15 Grad. Deswegen ja, ne, das wird ein sehr interessantes Thema. 41 Grad auf der Strecke. Ich, Ja, puh. mag vielleicht tanzen Sie ja Samba mit den Reifen. Tanze Samba mit mir. Tanze Samba die ganze Nacht. Tanze Samba mit mir. Weil die Es ist Samba die Thema, Reifen das glücklich Thema macht. zieht sich jetzt durch wie ein roter Ja, Faden. natürlich, ist ja klar. In Virginia hatten wir Country Roads. In Oh Road ja. Atlanta war es auch ganz witzig. Aber Und ja, ich keine bin mal Ahnung. gespannt. Also ganz vorne, beziehungsweise auch ja, im ganzen Feld, sind die Zeiten, also die einzelnen Abstände, wieder nur, ja, sage ich mal, zu 90% im Tausendstelbereich. Natürlich zieht sich das über eine Renndistanz wieder auseinander, aber ja, ich glaube, das könnte wieder ganz knackig werden. Also ganz ehrlich, ich gehe davon aus, dass es knackig wird und das finde ich auch gut so. Muss ich sagen. Ja, sonst alles andere wäre ja auch langweilig, aber Genau. dass man diese Dichte erstmal hat, von vorne bis hinten durch, überall so die Grüppchen sind, die sich dann bekämpfen, das muss man auch erstmal haben. Absolut. Und ich muss mich kurz entschuldigen an dieser Stelle. Vielen lieben Dank, Roger Schmucki, der mich mal wieder daran erinnert hat, dass ich etwas vergessen habe. Ich bin untröstlich. Ich bin untröstlich. Hallo, ich bin's nochmal. Ich hab da was vergessen. Oh, nein, nicht das da. Das habe ich nicht vergessen. Das da habe ich vergessen. Ding, 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 ding. Die Ach so, es lohnt Wettbewerbsfrage. sich, ja, stimmt. Ja. Wie kann ich das eigentlich nur vergessen? Bin ich eigentlich komplett bescheuert? Vielleicht will ich nur das Geld für mich selber einkassieren. Wer Ja, weiß? jetzt weiß ich es. Die Wettbewerbsfrage präsentiert von der Garage. Es frei natürlich, meine Damen und Herren. Und heute geht es natürlich mal wieder darum, welches Fahrzeug ein Teilnehmer aus der Serie fährt. Und da haben wir heute Luca Dieplinger. Bitte wieder einmal Marke und Modell des Fahrzeugs, das Luca privat fährt, in den Chat schreiben. Ihr habt die Chance auf heute einen 75 € Amazon-Gutschein. Lohnt sich. Kann ich nicht anders sagen. Das ist ja nur heute. Simon, was ist nochmal der Hauptpreis, den wir so lange nicht verraten durften? Also ich kann es nicht mehr mit den genauen Worten aussprechen, aber ich glaube, es lohnt sich. Das, meine lieben Damen und Herren, ist der Hauptpreis. Einen halben Tag, beziehungsweise eigentlich einen ganzen Tag, aber einen halben Tag fährt man, einen halben Tag hat man Theorie. Einen Tag Formel
Experience powered by Freddy Bart. Freunde, ganz ehrlich, es tut mir leid. Aber wer es jetzt immer noch nicht verstanden hat, dass es sich lohnt, ja, dem ist nicht mehr zu helfen. Nee. Dem ist nicht mehr zu helfen. Jede Stimme, die ihr abgebt, jedes Mal, an der ihr an der Wettbewerbsfrage teilnimmt, bekommt ihr ein Los für den großen Lostopf, der am Ende der Saison ausgelost wird. Und das ist der Hauptpreis. Und es tut mir wirklich leid. Jeder, der diese Chance verpasst, ist selber schuld. Fertig. Ja, also ich glaube, wir haben oft genug gesagt, es lohnt sich. Haben wir eigentlich gesagt, dass es sich lohnt? Ja, ich glaube nicht. Und wenn wir schon sagen, dass es sich lohnt, ne, dann, also sorry, dann weiß ich nicht. Aber, ja. Aber sind wir denn sicher, dass wir auch gesagt haben, dass es sich lohnt? Ich glaube, es lohnt sich, ja. Ja, ich glaube auch. Und, um von der Wettbewerbsfrage zurückzukommen zu dem, was auch noch sehr wichtig ist, der 19. Februar, meine Damen und Herren. Charity Event Just One Wish for the Children We Raise. Es wird einfach der absolute Oberknaller. Warum? Wir haben jetzt schon 42 Teams angemeldet. Wir sind jetzt schon bei über 7.600 Euro Spendensumme angekommen. Und die Anmeldung ist noch offen. Und ich werde mitfahren. Und ich sage euch jetzt schon mal eins. Ich werde zusammen mit Robin fahren. Und wir werden eine dermaßen geile Knallerlackierung haben. Ihr werdet euch natürlich Erster werden. Ihr werdet euch wegschmeißen. Vor Freude und vor Lachen. Das ist ja auch der Plan, weißt du, Simon? Das ist so ein bisschen der Plan. Robin und ich wissen beide, dass ihr gewinnt. Ja, wir wissen beide, dass wir nicht die Schnellsten im Feld sein werden. Aber wenn wir es schaffen, dass unsere Lackierung die Leute so zum Lachen bringt, dass die alle Fehler machen, dann können wir gewinnen. Ja. Du darfst deine Taktiken nicht verraten, Mann. Ach so, ups. Ich habe nichts gesagt. Was? Nein, also ganz wichtig, bitte unbedingt, wenn ihr Lust habt, meldet euch an. Simon, hast du dich auch angemeldet jetzt? Es ist noch immer nur das J vom A, weil ich noch nicht weiß, ob ich da bei meinem Rick bin oder nicht. Simon. Ja, I know. Es ist kompliziert. Du hast nicht mehr viele Chancen, mein Freund. Oh, klingelst du sonst bei mir zu Hause? Ja. Und nicht okay. Nur ich. Eieiei. Ja. Ich glaube, ich habe keine Wahl. Nein, hast du auch nicht. Also, ganz wichtig, liebe Freunde, unbedingt anmelden. Es wird großartig. Und wenn ihr euch nicht anmeldet, weil ihr vielleicht auch gar nicht selber fahrt, kann ja auch durchaus sein. Es gibt ja Menschen, die dieses Hobby tatsächlich nicht ausüben. Dann unbedingt einschalten an dem Tag. Im Stream gerne eine Donation dalassen oder einfach nur richtig Party machen. Ich werde an dem Tag auch selber streamen. Ich habe mir da auch noch so ein, zwei Kleinigkeiten überlegt, was ich bei mir im Stream machen werde. Aber es wird einfach cool. Es wird einfach nur cool. Also anders kann ich das nicht mehr sagen. So, und so. Mit diesen Worten, Simon, bringen wir ins Quali. Der erste Fahrer ist der Patrick Schilikowski. Wo ist die Patrick? Da ist Patrick. So, kann ich bitte Kamera haben? Bitte Kamera, hallo, hier, bitte, danke. Da ist er doch. Patrick Schilikowski, meine Damen und Herren. Chili. Die heiße Chili. Ja. Oh, wow. Ja, Brasilien. Die heiße Chili in Brasilien. Ja, okay. An der Stelle möchte ich mal ganz kurz noch einwerfen, ganz, ganz lieben Gruß auch an Patrick Schilikowski, der mir tatsächlich für die Vorbereitung fürs Charity-Event sehr geholfen hat. Binnen einer halben Stunde mit wirklich eigentlich nur, ich sag mal, 3-4 Tipps, und die waren jetzt wirklich nicht die gravierenden Tipps, also dass man sagt, okay, man muss sich da jetzt erstmal eine Stunde hinsetzen und zusammen ausmachen, was man da zu tun hat. Und er hat mir wirklich nur 3-4 Tipps gegeben und ich bin einfach aufgrund dessen 1,5 Sekunden schneller geworden. Also, richtig das geil. Das sind die kleinen Tipps, ja. Das sind die kleinen Kniffe, aber die sind so wichtig bei solchen Sachen. Und Patrick, einfach ein saucooler Typ, hat mir sehr geholfen. Ich finde ihn großartig und drücke ihm jetzt natürlich die Daumen. Auch wenn, und das sage ich ganz ehrlich, ich bleibe hier objektiv, ja. Ich wünsche allen Fahrern viel Erfolg und möge einfach der beste Fahrer sich auf die Pole stellen. Aber nichtsdestotrotz muss man einfach auch mal das würdigen, wenn einem einer hilft. Ja, genau. Ja, langsam rein, schnell raus. Jetzt. Einfach. Genau. So. Er startet jetzt auf seine schnelle Runde. Genau, er geht jetzt auf seine fliegende Runde rein ins Senna S.
Ja, ich bin gespannt. Jetzt, Senna S war schon mal weiter weg vom Curb. Kann schon was gekostet haben. Ja, und da hat er ein bisschen holprig. Ja. Jetzt die Kurve natürlich, würde ich mal sagen, die gefährlichste für die Off-Tracks. Also da außen, da bist du so schnell über den Off-Track drüber. Mal ja. Schauen, wie er es meistert. Ja, okay, geht auf Nummer sicher. Nicht allzu viel riskiert. Ist auch an der Stelle meistens besser. Das stimmt. Muss man wirklich sagen. Jetzt hier diese Bergaufpassage. Boah, also ich leide da immer mit, muss ich sagen. Die finde ich gar nicht mal so krass schlecht. Also. Finde, die geht tatsächlich noch. Ja, das Spielen mit den Curbs, ne? Du musst halt innen nah genug an den Curb, da außen weit drüber, aber auch nicht zu weit, weil du siehst nicht, wo genau er ist. Ja. Jetzt diese bergab links. Auch hier übrigens sehr knifflig mit dem Off-Track. Wenn man ja, zu man früh kann schon rauskommt. Ja. Ja, aber du darfst weit raus, aber nur wenn du es im späteren Teil machst. Wenn du es zu früh machst, kriegst du sofort einen Off-Track. Genau. Man muss genau wissen, ab wo man darf, wenn man sich das einmal eingeprägt hat, genau. Dann fährt sich das so ein, aber wir haben nur 11 Off-Tracks, ne? In der Hitze des Gefechtes kann das auch mal passieren. So, ich werde jetzt nur mal die Zeit von Patrick Schilikowski sagen. Es ist eine 1:32.03 und wir lassen den Timing Tower mal mit Absicht ausgeblendet. Ach du fieser Möb, du. Ja, weil ich möchte jetzt mal ein bisschen für Überraschungen sorgen hier. Das könnt ihr mal. Komm, wir machen jetzt mal ein kleines Spiel hier. Lieber Chat, ihr habt jetzt die Chance bis zum Ende der Quali. Bis 9 Minuten 30. Na, 9 Minuten. 9 Minuten bis zur Minute 9 werde ich den Tower ausgeblendet lassen. Bis dahin dürft ihr die Kandidaten für die Pole Position tippen. Wir wollen auch ein bisschen Interaktion hier haben, oder? Muss auch mal ein bisschen Interaktion und ein bisschen Spaß dabei haben. Ich finde das sehr angenehm. So, Patrick ist durch. Der zweite dann ist. Springen wir zu Tobias Schmid, wenn er denn schon draußen ist. Ist er schon draußen? Ja, er fährt gerade raus. Er fährt gerade raus und dann kommen wir doch perfekt mit drauf. Die IS im Racing Schweiz. Tobias Schmid, der zweite Fahrer. Der Fefe auf dem Weg. Ein Italiener in Interlagos. Ja, mal schauen. Der Porsche natürlich überall sehr stark, wird sehr viel gefahren, aber ja, mal gucken. Die letzten Rennen war da auch schon ein bisschen mehr gemischt. Ich finde es auch ehrlich gesagt gut. Ja, absolut, absolut. Roger, du zählst nicht. Du weißt genau wieso. Herr Fuscher wieder. Ja, natürlich. Komm Leute, ihr schummelt doch, jetzt mal ganz ehrlich. Hier wird geschummelt. Ich finde das nicht okay. Hier wird geschummelt. Ich merke das schon. So, jetzt Tobias Schmid. Kommt jetzt hier auch raus. Das ist ja, das muss man ja auch sagen, Simon, das ist ja schon so wichtig. Ne? Wie du diese Kurve hier mitnimmst, um auf die Startziel zu kommen, das ist ja schon wichtig. Ja, du kannst es ein bisschen kompensieren, indem du dann sehr, sehr weit den Bogen hier fährst. Da bist ganz rechts hoch, da geht's nochmal hoch, kannst du nochmal Schwung drunter nehmen. Aber wenn du die letzte Kurve halt ziemlich verkackst, entweder springst du dann nochmal in die Box oder eine Runde ist von Anfang an schon im Eimer. Ja, das stimmt. So, jetzt ein bisschen, nicht ganz so bumpy über den Curb hier bei Tobias Schmid, wobei man auch fairerweise sagen muss, der Ferrari ist da auch ein bisschen ruhiger als der Porsche. Muss man ja auch fairerweise sagen. Ja, wobei ich denke mal, das ist auch eine riesen Setup-Sache. Ja, sicherlich. Jetzt hier wieder wichtig. Schön innen rein, aber nicht zu weit raus. Ja, hat er auch gut gemacht. Jetzt schon. Also die Abstände im Quali, ich sehe zwei Leute, die haben genau dieselbe Zeit. Ja. Ich sehe das auch schon. Aber die Abstände sind generell nicht sonderlich groß. Nein, für eine Superpole würde ich sagen, ist eine Zehntel sowieso nicht viel an Abstand, weil man halt nur diesen einen Versuch hat. Aber, also was wir schon mal, glaube ich, spoilern dürfen, wir haben 14 Autos innerhalb von etwa einer Sekunde. Ja. Und das ist schon, und das ist auf einer Strecke wie Interlagos, finde ich, sehr, sehr stark.
Ja, gerade im Training hatten wir viel mehr Leute innerhalb einer Sekunde. Also, ja, wie gesagt, die Super Bowl zieht das auch schnell etwas raus. Da kommt er zu weit raus. Ja, zum Glück keinen Aufdecker geholt, aber das kostet locker 4, wenn nicht 15 und mehr. Das tut richtig, richtig weh. Die Kurve darfst du einfach nicht in den Sand setzen. Das stimmt. Das ruiniert ja die ganze Runde. Vor allem, weil es auch noch die letzte ist. Ja. Ja. Hat dementsprechend auch leider dann nicht so funktioniert, wie er das gerne gehabt hätte, sicherlich. Also da bin ich mir ziemlich sicher, dass das nicht das ist, was er sich wünscht. Wir kennen mehr von ihm aus den letzten Rennen. Was mich gerade wundert, gehen wir mal hier. Wir gucken mal bei Ersin. Ersin ist noch unterwegs, da können wir bei Ersin noch drauf gucken. Ich finde, das können wir fairerweise auch noch machen, wenn er hier noch unterwegs ist. Ja, ich schau mal den, wo du was denkst. Ja, weil du das Gleiche denkst wahrscheinlich aber, wie ich. Ja, aber der fährt. Ja, ich hab's gesehen, dass er fährt, aber wenn ich mir die Anzeige der Runden ansehe, dann ist da schon alles vorbei. Man muss ja auch sagen, ich weiß, ich hab's bei dir geändert, zumindest bei mir wird Ersins Name jetzt anders dargestellt. Ich weiß nicht, wie es in SDK ist, aber... Inwiefern anders? Bei mir steht jetzt Ersin Baggio Cihan. Nee, bei mir steht immer noch Ersin Cihan. So, Ersin kommt jetzt über die Stadt Ziel. Auch er positioniert sich ein bisschen. Oh, ihm fehlt da doch einiges tatsächlich. Ja, hat vielleicht auch einen Schnitz an der Runde. Bin ich schneller gewohnt vom Ersin. Wobei, man muss fairerweise dazu sagen, und da mal ganz liebe Grüße und dicken Respekt raus an Ersin, der Mann hat Fieber. Ja, auch stark. Aber wir müssen, ich muss jetzt langsam, also es juckt mir in den Finger, ne? Ja. Aber ich sehe jetzt einen, der 50 Minuten volle Aufholjagd haben wird. Yep, ich auch. Also komm, pass auf. Das wird super interessant. Komm, wir machen es jetzt. Super interessant und spannend anzusehen. Aber Niklas Lass hat einen Off-Track gehabt. So, komm, bringt ja nichts hier. Wir müssen ja jetzt hier, bringt ja nichts. Ja, aber, Best Time und dann gucken wir rein und wir sehen Pascal Chopp auf der Pole vor Hans Bodo Kohl. Eine Zehntel trennt die beiden. Dann ist es nur eine halbe Zehntel zu Thomas Schmid, dann Johannes Behlitz auf der 4, Peter Thoma auf der 5, Adrian Thomi auf der 6, Patrick Schilikowski auf der 7. Da haben wir Patrick. Pascal Jutz auf der 8, Stefan Bünter auf der 9, finde ich ein starkes Ergebnis. Simon Amoser auf der 10. Dann Luca Dieblinger, um den es ja heute in der Wettbewerbsfrage geht. André Rajkovic, René Seidemann, Martin Lehmann und Johannes Schafranka, um mal die ersten 15 mal aufzunehmen. Und dann sehen wir eben genau überrascht. Was du gesagt hast. Niklas Last ist ja nirgends. Platz 29, der hat keine Zeit gesetzt. Also es kann sehr weit viel nach vorne gehen. Also der kann locker noch in die Top 5 kommen, wenn nicht sogar noch weiter, je nachdem wie der Rennverlauf ist. Aber das wird nicht ohne. Aber für uns wird es spannend. Nur, was mich überrascht, Stefan Bündner, überrascht mich jetzt sehr. Sehr, sehr starke Zeit gefahren. Und auch Luca Dieblinger, ne, ist da auch sehr weit vorne reingefahren. Absolut. So, und wir gehen nochmal durch die Startaufstellung in dieser Zeit durch. Pascal Chopp, also auf der Pole Position vor Hans Bodo Kohl. Dann dahinter haben wir auf der 3 Thomas Schmid, dann Johannes Behlitz auf der 4. Dann haben wir Peter Thoma vor Adrian Thomi, Patrick Schilikowski, Pascal Jutz auf der 8, Stefan Bünter, eben wie gerade erwähnt, auf der 9 vor Simon Amoser, dann Luca Dieblinger und André Rajkovic. Dann kommt bei mir kurz der Schluck auf dazwischen und möchte gerne, dass ich unterbreche. Dann kommt René Seidemann auf der 13 vor Martin Lehmann, Johannes Schafranka auf der 15, Tobias Schmid, den wir auch in der Quali gesehen haben, auf der 16, Alain Carrigé auf der 17. Zudem gibt es heute auch eine kleine Besonderheit, da möchte ich nachher noch kurz drauf eingehen. Roger Marte auf der 18, Michel Lichti auf der 19, der wird ja auch beobachtet während der Startphase. Ersin Cihan auf der 20, Michael Endres, dann Dave Erdin, Fahrer im Fokus heute. Marcel Mayer auf der 23, Pascal Köchli auf der 24 und wir müssen tatsächlich noch ein bisschen weiter nach hinten, denn da haben wir noch Sascha Brandmeier, Thomas Felix, Jan Allmann auf der 27, den kennen wir ja aus der Formel 4 bereits schon, Lukas Wirkler auf der 28 und auf 29 Niklas Last. Der hat einen langen, weiten Weg vor sich heute. Ja, aber ich will jetzt nicht sagen gut, aber gut für uns, weil das macht es echt spannend. Das wird's auf jeden Fall spannend machen. Sagen,
Vorne wieder für die Schweizer Meisterschaft die größten Kontrahenten, Pascal Schopp, Thomas Schmidt und Pascal Jutz, müssten, glaube ich, gerade die Top 3 sein. Pascal jetzt noch auf P8, konnte aber die letzten Rennen die Punkte sammeln, aber doch wieder recht nah beieinander, also kann wieder sehr, sehr spannend werden. Es wird auf jeden Fall spannend, also davon gehe ich mal zu 110% aus. Ah, ich gebe dir 111. Okay, komm, dann machen wir 112. So, Feld setzt sich in Bewegung. Der Start wird ja, wie gesagt, mittlerweile von iRacing freigegeben. Das Green, Green, Green wird genau da der entscheidende Faktor sein. Ich muss aber zugeben, und Simon, du darfst mich gerne korrigieren, aber ich habe ein ganz kleines bisschen Angst, ehrlich zu sein, was die Startphase angeht, mit 29 Autos ins Senna S hinein. Da muss nur einer sich verbremsen. Ja, also das darf eigentlich passieren, sich da zu verbremsen. Ich habe eher Angst, dass die Leute ein bisschen übermütig sind und wegen der Streckenbreite auch schon mal zu dritt oder mehr da reingehen, weil es sich eben vorne staut. Das ist so, wenn man hinten dran ist. Aber da müssen sich alle halt auch ein bisschen in den Kopf rufen, okay, das ist vielleicht die erste Runde, so die zweite Runde. Danach kann es sein, dass ich auf die Sekunde nicht nachkomme. Ja. Und dann halt am Start schon Leute da mitzureißen oder was kaputt zu machen, das... Genau. Ja, das war schon sehr, sehr traurig. Das stimmt. So, wir starten vorne bei Pascal Schopp mit an der Spitze, schauen, wie sich das entwickelt. Simon, du darfst gerne im Mittelfeld mitstarten und da aufschreien, wenn irgendwas passiert. Ja, ich auf jeden Fall. Wir bleiben ich hoffe, dass die Replays von mir diesmal flüssiger ablaufen, aber ich weiß nicht, warum die manchmal flüssig laufen und manchmal haken. Ja, das müssen wir mal echt irgendwann nochmal in Erfahrung bringen. Jetzt auf jeden Fall das Feuerwerk der GT3-Motoren, das hier an der Tribüne vorbeifährt. Extra für Pacecar euch. Fährt rein. So, Pacecar fährt ab, genau, extra für euch ein bisschen näher am Rennen. Und wir haben Green Flag, da hinten wird schon ausgeschert, direkt Alain Carrigé sehe ich da schon. Und auch Michael Endres, der da schon in die Breite geht, vorne ebenfalls. Versucht sie zu fahren, zu fünft, und Pascal Jutz fliegt ab. Und da fliegen mehrere Fahrzeuge, das ist absolute Katastrophe hier am Start. Auch Tobias Schmid ist komplett krumm, da hat sich alles verschoben. Hans-Bodo Kohl übernimmt die Führung vor Pascal Schopp. Dahinter ist es Johannes Beditz, der Thomas Schmid kassiert hat. Und wir müssen die Startkatastrophe gleich nochmal angucken. Ja, da waren einige. Adrian Tomi, Patrick Schilikowski, Pascal Jutz, Thomas Schmidt haben sich jetzt schon die Box zurückgestellt. Ja, sehe ich auch schon, ja. Da war auf jeden Fall was mit Pascal Jutz und einem SAA-Fahrer, glaube ich. War eine Berührung in die Wand gedrängt. Das schauen wir uns aber, denke ich mal, in ein, zwei Runden an. Genau, wir bleiben mal die erste Runde jetzt noch hier auf dem Renngeschehen drauf. Die erste große Lücke ist tatsächlich schon zwischen Stefan Bünter und Luca Dieblinger aufgegangen. Über 1,5 Sekunden stehen da schon zu Buche. Aber klar, das hat natürlich mit diesem Startunfall zu tun gehabt, der sich da ereignete. Ja, man muss halt sagen, das hat jetzt dazu geführt, dass sich doch viele sehr abgebremst haben und vielleicht andere Sachen verändert wurden. Aber ich sehe auch schon einen Niklas Last, der hier durchgeht. Jetzt gegen Michael Licht, die kämpft und ist auch schon interessant, wie das da abgeht. Weil der Niklas will jetzt natürlich am Anfang vorbei, ne? Der will Plätze machen jetzt. Jetzt sind die Leute nah beieinander, jetzt verliert man sonst zu viel Zeit auf die Führung. Ja, wobei Niklas, wenn ich das richtig sehe, ist noch weit weg von Michael Licht. Also zumindest bei mir hier. Nee, der ist schon vorbei. Bei mir ist Niklas komplett woanders aufgeführt, aber okay, das werden wir in Erfahrung bringen gleich noch. Auf jeden Fall, die erste Runde ist vorbei. Hans-Bodo Kohl weiterhin in Führung vor Pascal Schopp, der ihm da richtig schön im Getriebe hängt. Ich würde mal sagen, Niklas hat extrem gut profitiert, weil der ist schon auf Platz 15. Wir gucken mal, da sehen wir Niklas. Bei mir ist er immer noch P23. Ja, es ist schon richtig. Also SP15 hinter René Seidemann hat so, also der macht vielleicht den Hamilton in Brasilien. Ich sehe es auch jetzt hier, beim Auto wird es auch angezeigt, in tatsächlich SDK ist er bei mir P23. Ja, vielleicht in ein, zwei Runden dann, denke ich mal. Deswegen lassen wir mal den Tower noch ausgeblendet. Wir warten mal, ob sich SDK jetzt dann irgendwann mal wieder beruhigt. Aber viele, viele enge Duelle jetzt. Also, ja. Ich schaue die ganze Zeit durch, ich weiß nicht, wo ich hinschauen soll. Nee. Wir haben auf jeden Fall vorne die Führungsgruppe, wo man drauf schauen kann. Oh nein, ja. Niklas! Oh. Und da ist ein Unfall dabei. Da ist definitiv ein Unfall dabei. Wir gucken, was passiert ist.
Bergauf, rechts Passage. Hat er alleine gedreht, oder? Da sieht noch alles gut aus. Du. Nein. Er wird gedreht. Ah. Und dann fährt auch noch. Oh nein. Ja, ein Heusingfeld Porsche. Da war einfach das Auto vor ihm hat so stark abgebremst. Und. Oh nein, und Niklas in der Box. Auch Michel Lichti ist in die Box. Ja. Unfall. Wir gucken auch da drauf. Was ist. Ah, das war Michel. Das Michel war, ist ihm ins Auto gefahren. Oh nein. Ja, okay. Weil da war ein Handorgeleffekt dann, einfach für mich. Und dann dreht er sich und dann. Ja. Und dann setzt er sich direkt weg. Scheint vielleicht auch durch die Kollision. Also ich denke auch, Niklas hat auch einen Ackschaden davon getragen. Ich vermute fast oder befürchte es fast, ja. Aber vorne, was ich eben sagen wollte, da wird es jetzt interessant, wer kann welche Pace gehen. Man sieht zum Beispiel jetzt schon Peter Thoma, der hat Thomas Schmid überholt auf der Geraden, aber der sitzt jetzt auch schon wieder im Nacken. Also da muss man sich jetzt auch fragen, okay, lohnt es sich jetzt hier jede Gerade zu kämpfen oder kommen wir tun uns zusammen und verlieren den Anschluss da vorne nicht, weil da reißt die Lücke eben schon auf. So, und ich. Oh, Lukas Wirkler und Dave Erdin hat's auch erwischt. Was ist hier passiert? Gucken wir auch drauf. Angriff Ersin Cihan und dann möchte Lukas Wirkler mit durch und dann nimmt er da Dave Erdin mit. Leute. Ich schau mal auf jeden Fall nach den Start-Incidents. Ja, genau. Schau mal, ob du das noch mal irgendwie aufgearbeitet bekommst. Ja. Und überlasse dir mal kurz. So, Angriff hier, wollte ich gerade sagen, von Thomas Schmid, aber Peter Thoma kann die Tür zulassen. So, wo gibt's noch schön? Alain Carrigé sehen wir da für cardshop.ch. Und da jetzt mal ganz kurz, um auf was Positives einzugehen, meine Damen und Herren. Wir haben eine Cam von Alain Carrigé. Und wir haben eine zweite Cam von Alain Carrigé. Und jetzt mal bitte, bitte auf das Detail in der zweiten Cam unten achten. Das Ding ist aus einem Modellauto des Porsche. Wie geil kann man eine Kamera bitte platzieren? Also, Riesendank an Alain dafür. Eine absolut geile Cam, die er uns hier zur Verfügung stellt. Ich finde die Perspektive einfach super. Ich werde leider auf die unbeliebte Chase-Cam greifen müssen, weil sonst sieht man diesen Incident einfach überhaupt nicht gut. Okay, warte, ich mach hier die Kamera mal aus und versuche nebenbei deine Slow-Mo einzublenden. So, wir sehen Pascal Jutz, wenn ich das richtig sehe. Wir sehen Pascal Jutz, ja, wie gesagt, wir müssen die Chase, weil links und rechts Sachen passieren. Okay. Ansonsten kriegen wir es nicht drauf. Ich hoffe mal, dass es läuft. Wir sehen ja rechts die Berührung mit dem IS-Fahrzeug. Wird dann links in das RCA-Fahrzeug gedrückt. Das ist Patrick Schelikowski gewesen. Und da kam dann noch, wenn ich das richtig sehe, Niklas. Das ist Patrick Schelikowski links. Das pinke SAA-Auto. Ja. Patrick Schelikowski und vor ihm Adrian Thomi. Aber für mich hat Adrian Thomi da weiter, ja, leicht nach links, also nicht gezogen unbedingt, vielleicht das Lenkrad schief gehabt, fliegt dann auch ab. Also. Ja. Oh, nimmt dann noch sogar Tobias Schmid mit. Auf den nächsten. Und war derjenige, der in Pascal reingefahren ist, war das tatsächlich Niklas? Können wir das nochmal kurz schauen? Weil dann würde das auch erklären, warum Niklas schon so Probleme hatte direkt. Ich schaue mal nach. Ich glaube zwar, dass es eher einer von denen hier war. Spur mal ein Stück nach vorne. Landings kommen gleich, Tim. Ein wunderschöner Name, Tim Matzke übrigens an der Stelle. Ich weiß nicht, ob er ihn berührt hat, aber Stefan Günther war da auch jedenfalls, hat ihn touchiert. Das hier einmal touchiert und dann war außen noch ein AIS-Fahrzeug, Tobias Schmidt, genau. Der da auch noch dann mit unterwegs war. Ja, und hinten dran halt auch zwischen Roger Marte, Ersin Cihan, waren einfach Folgeberührungen. Sorry jetzt für die blöden Kameraansichten, aber es ist so viel da passiert, das ist sehr schwer darzustellen. Ja, alles gut, aber wir konnten somit zumindest mal diesen Startunfall nochmal mit aufarbeiten, was ja sehr, sehr wichtig ist, denn der hat einiges in Bewegung gesetzt. Und wir müssen auch noch eins mit beachten,
Hans-Bodo Kohl nur noch auf Platz 3 und wird jetzt hier ordentlich unter Druck gesetzt von Peter Thoma, der hier sich außen nebendran setzt, angreifen möchte in Richtung Senna S. Setzt sich nebendran, setzt sich innen rein. Hans-Bodo Kohl, kann er die Nase vorne halten? Ja, aber er hat jetzt die Außenbahn für den Ausgang des Senna S. Das ist der schlechtere Exit, aber er kriegt es gut hin. Und das bedeutet, dass Thomas Schmid direkt wieder hinten dran ist. Und auch Simon Amoser und André Rajkovic mit dem McLaren auf der 7. Position. Geiles Ergebnis bis hierhin für André. Dessen Cam nicht funktioniert, schade. Doppelt side by side hier vorne. Thomas Schmid und auch Peter Thoma, Hans-Bodo Kohl, der als Lachender aus dieser Szene hervorgeht, vorerst mal. Dann sind sie immer noch too wide nebeneinander in die Bergaufpassage hinein. Jetzt auf der Innenbahn möchte sich auch noch Simon Amoser vorbeisetzen an Thomas Schmid. Da gibt es eine ganz minimale Berührung auf den Radkästen, aber alles noch in Ordnung. Sie kommen nebeneinander in Richtung Kurve Nummer 7. Und es schafft Simon Amoser, sich vorbeizusetzen. Und der Heusingfeld McLaren von André Rajkovic sieht sich das alles erstmal aus der Prime Position hier an. Hat er einmal so ein Prime-Video gebucht, einmal dafür. Währenddessen weiter hinten Jan Allmann gegen Johannes Schafranka, drängt ihn dann nach außen und geht vorbei. Also Jan Allmann, P27 gestartet, aktuell P15. P15, ja. Ja, man muss halt sagen, wie ich eben gemeint habe, die bekämpfen sich da jetzt und verlieren nach vorne den Anschluss. Da hinten können vielleicht Leute mithalten, die eigentlich nicht auf derselben Pace fahren, aber... Ja, mal schauen, ob sich das jetzt regelt, einsortiert oder ob auch durch den Windschatten die Leute jetzt das ganze Rennen so in den Fall zängen. Hängt jetzt natürlich davon ab, wie die Leute auch ihre Strategie gewählt haben. Ja, absolut. Und wir müssen auch noch natürlich eins festhalten, ganz vorne, Pascal Schopp vor Johannes Behlitz für die Garage S-Frei bei SRA unterwegs. Immer noch eine der coolsten Lackierungen hier im Feld, meiner Meinung nach. Einfach mal was Knalliges, komplett anderes. Und Pascal Schopp versucht hier den Windschatten zu brechen. Einmal SpongeBob aufs Auto geworfen. Ja, so in etwa, genau. So, und da haben wir Peter Thoma hinter Hans-Bodo Kohl und Simon Amoser da dahinter. Also es ist momentan... Oh, da waren einige auf Tracks. Ja, ja, oh. Jan Allmann wird da gerade komplett durchgereicht. Johannes Schafranka ist da vorbeigegangen. Auch noch Thomas Felix und Marcel Mayer. Jan Allmann sehen wir dahinter im etwas Bonbon-lackierten... Porsche. Ja, die sind gerade da auch im Fight. Das ist dieses Hin und durch diese Geraden und Kurven kann das schon immer mal wieder so ein Hin und Her kommen. Absolut. So, weiter vorne haben wir dann auch noch, wollte ich gerade gucken, Michael Endres mit dem zweiten McLaren hier im Feld. Ja, ich bin auch mal Stimme kaputt, Entschuldigung. Ich bin auch mal gespannt, Stefan Günther, glaube ich, müsste auch Damage haben von der Startkollision. Also da waren einige, die bestimmt mal hier oder da einen kleinen Pitcher bekommen haben, was dann auch schon Einfluss nehmen kann. Aber da müssen wir, denke ich, mal abwarten in den Rundenzeiten. Ja, absolut, da müssen wir auf jeden Fall abwarten. Und einen wunderschönen guten Abend an alle, die jetzt frisch einschalten im Moment. Herzlich willkommen zur Lauf Nummer 6 in der Flonk GT3 Pro Series. Wir sind... unterwegs in Interlagos seit mittlerweile 11 Minuten. Viel Drama direkt am Start gehabt. Leider schon einige Fahrzeuge im Feld verloren. Aber die Action ist trotzdem noch richtig stark unterwegs. Ja, also wir sehen es zum Beispiel Thomas Schmid ran an Simon Amoser. Vorne Pascal Schopp gegen Johannes Behlitz. Hans-Bodo Kohl ist noch mit in der Verlosung. Da geht einiges ab. Und natürlich mit mir an meiner Seite hier wieder mal Simon Heck, den ich immer wieder ein bisschen zu Tode quatsche, weil ich einfach zu viel quatsche. Das tut mir sehr leid. Na, alles gut. Ja, vorne muss man auch sagen, Peter Thoma hält sich da immer mit dem BMW mit. Ist momentan, ja, nach den drei Porsche der Beste. Hinten dran Simon Amoser mit dem Ferrari. Dann Rajkovic auf der 7 mit dem McLaren. Hier eine richtig interessante Vierer. Partie. Also das ist ja mal richtig krank, was hier abgeht. Leider geht die Fahrercam von André Rajkovic nicht, aber wir haben noch eine weitere. Und das ist die von Ersin Cihan, der Mann, der heute mit Fieber hier fährt. Also nochmal, ich möchte betonen, Ersin mit Fieber und trotzdem sitzt er im Rig und kämpft hier um jede Position mit und ist auf dem Weg nach vorne, P20 gestartet, im Moment 19. Hängt hier aber an diesem Quartett vor ihm dran, macht das Ganze zu einem Quintett und könnte bei dem kleinsten Fehler Simon direkt profitieren. Ja, fährt er vielleicht ein bisschen den Fiebertraum und
Ja, warum nicht? Nur weit nach vorne. Mal sehen. Wie gesagt, ich bin mal gespannt, wer da hinten noch alles in Picture vom Anfang mitgekommen hat. Ja, das werden wir im Laufe des Rennens auf jeden Fall noch sehen. Also Johannes Schafranka zum Beispiel, der Porsche, der sieht ja nicht mehr so gut aus. Oh, Ersin. Boah. Spätes Manöver. Ich glaube, Johannes Schafranka hatte gerade auch so einen kleinen Schreckmoment, weil die Boxenmauer dann noch einen dicken Nagel kam. Hat er sehr schwer drüber gezogen. Ja, das stimmt. Und Johannes musste sich auch erstmal geschlagen geben gegen Thomas Felix, der mittlerweile auch schon glatte 11 Positionen sich geholt hat. Ja, und auch hier hinten, also wirklich überall Kämpfe. Meyer Marcel gegen Ersin Cihan. Dann haben wir Jan Allmann gegen Johannes Schafranka. Also, ja, hier geht's ab. Absolut, es geht überall im Feld immer noch ab. Das ist ja das Interessante daran. Auch hier vorne wieder Thomas Schmid gegen Simon Amoser. Auch das ist ein sehr, sehr enges Duell. Währenddessen hat sich Pascal Chopp tatsächlich 1,5 Sekunden rausfahren können vorne an der Spitze. Ja, und Thomas kann da nicht so ganz mithalten. Also muss der Erste im Kampf drei Leute passieren lassen. Dann dachte ich, okay, halt in der Kampfsituation Platz lassen und dann holt man sich sie wieder. Aber der scheint nicht so richtig mithalten zu können von der Pace gerade. Ja, schon eine deutliche Lücke. Ja, ja, also das ist ja definitiv eine größere Lücke. Ja, der Windschatten ist weg. Das macht viel aus. Peter Thoma hat sich an Hans-Bodo Kohl rangefahren und die beide holen dann, beziehungsweise lassen die Lücke zu beiden Führenden nicht abreißen, was natürlich auch wichtig für die ist, um ja auch mit dem Boxenstopp, mit der Boxenstrategie in Reichweite zu sein, weil da können auch schon mal 1, 2, 3 Sekunden Unterschied sein. Aber wir dürfen halt vor allen Dingen eins nicht vergessen, wir haben 42 Grad Streckentemperatur, das heißt, jetzt kann man noch aggressiv fahren und die Reifen beanspruchen, aber in, ich sag mal, 30 Minuten, also die letzten 5, 6 Minuten dieses Rennens, da wird's kritisch. Wenn man jetzt die Reifen hart rannimmt, dann oder du schonst sie jetzt. Oder du schonst sie jetzt. Und genau. Dann, wie der Schweizer so schön sagt, dann sind die Bleus halt am Ende noch viel stabiler, rutschen nicht ganz so viel und man kann noch mal ein bisschen mehr angreifen. Genau, das ist nämlich der Punkt, auf den ich hinaus wollte. Die Frage ist jetzt, Pascal Chopp vorne an der Spitze kann sich einen Abstand aufbauen, aber kann er das auch über die gesamte Renndauer oder ist Johannes Behlitz jetzt im Moment auch wie Hans-Bodo Kohl vielleicht auf einem etwas plösparenderen Trip unterwegs und sagt sich, ja, fahr du mal vorne weg. Wenn du nachher 2,5-3 Sekunden Vorsprung hast, die aber die Reifen 10 Minuten vor Ende kaputt gehen, ja, dann hast du halt leider Pech gehabt. Ich glaube, die Hauptaufgabe von Pascal war jetzt auf jeden Fall, den Windschatten wegzukommen. Ja. Ansonsten könnte Johannes halt Sprit sparen, Reifen sparen, alles. So ist Pascal jetzt aus dem Feld hat sich das Fenster rausgefahren, hat eineinhalb Sekunden reicht dafür locker. Und wenn er das hält, hat er schon mal, verschafft er seinem Gegner keinen Vorteil. Und gleichzeitig bekommt Johannes Behlitz halt von hinten so langsam, aber sicher doch ein bisschen Druck. Ja, also ich habe mir die Rundenzeiten gerade auch noch angeguckt. Hans-Bodo Kohl im letzten Umlauf 3,5 Zehntel schneller als Johannes vor ihm und 2,5 Zehntel schneller als Pascal Chopp in der Führung. Also da müssen wir schon, glaube ich, aufpassen, was da gleich, oder was heißt gleich, aber in den nächsten 30 Minuten alles passieren wird. Mit natürlich Bedenken, der Boxenstopp, der noch dazukommen wird, bin ich mir auch noch nicht so sicher, wie gut das laufen wird nachher. Wir haben eine Boxengasse, wo man extrem spät bremsen kann. Also da kann man wirklich sehr, sehr lange am Gas bleiben, kann man viel Zeit mit gewinnen oder eben auch verlieren, wenn man dann zu spät auf der Bremse ist. Ja, oder beim Boxenausgang extrem viel Zeit verlieren, weil die Boxenausfahrt ist hier eine der schwierigsten, glaube ich, überhaupt. Ja, man kann sich nämlich fast Vollgas nehmen, aber die Betonung ist auf fast. Genau. Da kommt man zu den Rand direkt. Oh, Johannes Schafranka mit Unfall. Wir gehen drauf. Was ist passiert? Jan Allmann da mit in der Verlosung. Hat er da tatsächlich mit seine Karosserie im Spiel? Ja, hat er. Ah, leichter Treffer. Hamilton, Elben. Ja. Aber nichts Schwerwiegendes zumindest. Nicht Schweres, nee. Aber da war Jan vielleicht ein bisschen zu optimistisch, weil da war vielleicht gerade sein Frontsplitter neben Jan. Neben Johannes. Genau.
Da muss man vielleicht auch nochmal zurückziehen. Johannischer Franka, ja, der muss jetzt gerade aufpassen. Und Hans-Bodo Kohl, der ist dran an Johannes. Und zwar richtig dran an Johannes. Also da ist, glaube ich, nicht mehr viel gut Kirschen essen. Hey, und jetzt Jan Allmann mit dem Verbremser da. Ah, direkt wieder 3-4 Sekunden weg. Na klar, das geht hier sehr, sehr schnell. So, jetzt Hans Bodo, wie sieht's aus? Kann er hier was machen? Wir genießen mal den Sound des Porsche. Ja, auch interessant, wie das hin und her geht. Jetzt von für Peter die Peter die Thoma, ja, genau. Peter Thoma, der ist wieder gar nicht mitgehen. Hans-Bodo Kohl macht einen Angriff. Ja, und Johannes lässt ihn auch durch. Ja, easy und locker vorbei. Großen Geschwindigkeitsüberschuss gehabt. Also wahrscheinlich auch einen tollen Exit. Ja, man muss auch sagen, Johannes eine halbe Sekunde langsamer im letzten Umlauf. Johannes weiß, dass ja. Hans-Bodo heute schneller ist. Hans-Bodo ist da, ja, oder sagt sich, sure, komm, fahr du jetzt vor mich und ich nehme jetzt deinen Windschatten mit, weil zu Pascal Job der Abstand ist geblieben. Aber Peter Thoma wieder verloren, dadurch Thomas Schmidt wieder näher. Also es geht hier gerade wirklich hin und her und es ist ein bisschen schwer zu sagen, wer hier welche Pace gerade zeigt und wer welche fahren kann. Ja, und wir sind bei Alain Carrigé, carjob.ch gegen dementsprechend Roger Marte für die IAS Sim Racing Schweiz auf die Position 10 und 11. Da wird ordentlich gefightet. Aber noch alles im Rahmen. Und bei Alain, wie gesagt, mit dieser sehr, sehr coolen Fahrercam, die er da hat. Also das aus dem Porsche heraus, das finde ich schon ein absolutes Highlight. Absolut. Da lässt man sich immer mal wieder was einfallen hier. So, davor ist dann auch noch Martin Lehmann. Der ist auch noch nicht ganz raus aus diesem Fight. Das hilft natürlich jetzt auch Alain, der sich ein bisschen ein kleines Luftpolster verschaffen konnte. Halbe Sekunde nach vorne, nach hinten. Aber er kann jetzt natürlich mit Windschatten sich ransaugen. Fly Emirates mit Cardshop. Ja, global denken muss man heutzutage. Würde ich an der Stelle einfach mal sagen. Wir arbeiten gleich noch eine Szene auf mit Jan Allmann und Lukas Würgler, die sich da wohl gegenseitig getroffen haben. Gehen da mal kurz rein in die Wiederholung und schauen uns das an. Was ist da passiert? Ah, da hat er sich schon gedreht, da ist es schon zu spät. Und dann... Oh, da trifft er dann Lukas Würgler und dann drehen sie sich beide raus. Ja, ich glaube, da lässt bei Jan so ein bisschen die Konzentration nah. Also, ja, vielleicht. Hat er eben schon oder hat vielleicht ein bisschen Schwierigkeiten mit Setup und Reifen etc. Ja. Mal gucken, ob er sich da wieder fangen kann. Ja, Pascal Job jetzt nochmal einen Ticken weiter abgesetzt, hat wieder so eine halbe Sekunde draufgepackt. Ja, ist ja gerade sehr, sehr interessant. Also ich bin sehr gespannt, wie das wird. Die schieben sich die Abstände gerade hin und her. Mal wird die Lücke größer, mal wird sie wieder kleiner. Ja, wie gesagt, also hier geht es hauptsächlich jetzt, glaube ich, auch ein bisschen um das Strategische. Wer kann wie die Reifen sparen, wer kann wie das Auto positionieren. Das wird über die Dauer, jetzt natürlich über die nächsten 5, 10 Minuten, wird das nicht das Entscheidende sein. Aber dann, wenn wir in Richtung Minute 40, 45 gehen, jetzt Alain Carrigé mit dem Ansatz innen gegen Martin Lehmann. Setzt sich nebendran, hat die Nase zwar vorne, aber Martin Lehmann kriegt jetzt hier natürlich die Innenbahn. Dann treffen sie sich beide und fliegen ab. Oh nein. Oh, unglückliche Situation zwischen den beiden. Da schüttelt Alain den Kopf. Ärgert sich auch selber wahrscheinlich ordentlich. Situation, ja, ich möchte mal sagen, unnötig. Da muss man sich früher einig werden. Aber für mich der Fehler von Martin Lehmann. Also Alain war noch neben ihm.
bis zur Türe, also wirklich der erste Teil vom Auto neben ihn. Und Martin Lehmann lässt sich da schon sehr weit nach außen rücken und sobald er die Berührung da ist, schiebt der eine den anderen raus. Da ist es sowieso zu spät. Ja, natürlich, das ist dann dementsprechend schwierig. Nichtsdestotrotz, beide Autos noch in Ordnung, so wie es aussieht. Also beide können ungestört weiterfahren. Ich würde sagen, Roger Marte hat sich bedankt. Roger Marte sagt jetzt, bitteschön. Er hatte sich bedankt und sagt jetzt, bitteschön, he returns the favor. Ja. Ist natürlich sehr, sehr ärgerlich für Roger jetzt an dieser Stelle. Ja, René Seidemann auch noch mit durchgehuscht. Er ist da wirklich the edge of the grass. Also wirklich mikrominimal ans Gas gekommen und zu weit über die weiße Linie gefahren. Ja, reicht in dem Fall halt dann leider schon, muss man einfach sagen. Ja, absolut. Wir müssen auch mal schauen auf seine Pace. Letzte Woche war er schon deutlich weiter vorne dabei. Mal schauen. Ist natürlich auch immer so eine Sache, wie liegt das Auto auf der Strecke, wie ist man in der Woche drauf, wie gefällt die Strecke und so. Also, ja, genau. Da gibt es ja viele, viele Faktoren, die da mitspielen. René Seidemann auf jeden Fall jetzt damit durchgehuscht, den sehen wir gerade da im Hintergrund auf jetzt Position 11 liegen, dahinter dann Roger Marte. Ich glaube auch für Luca Dieplinger dürfte das mit eines der besten Rennmeister sein, wenn ich so von der Platzierung so im Kopf so ganz grob richtig mitdenke. Das war ein komplizierter Satz, ja. Ich verstehe, was du meinst. Und ich würde sagen, wir prüfen das auch auf jeden Fall. Aber bis hierhin, sehr gutes Rennen von Luca. Kann sich da auf jeden Fall sehen lassen. Position 8 im Moment. Und ich sag mal, die Wege nach vorne sind ja nicht allzu lang. Also anderthalb Sekunden sind jetzt nicht, also sind jetzt keine unmögliche Strecke nach vorne zu André Rajkovic. Also die erste größere Lücke, die wir haben, ist sowieso erst auf Platz 9 mit 10 Sekunden. Vorher ist es immer so 1-2 Sekunden. Da braucht man mal Verbremser sein und dann sind die vorbei. Also da braucht man sich nicht sicher fühlen. Nee, absolut nicht. Also sicher schon mal gar nicht. Und wer sich auch nicht sicher fühlen darf, so komisch das jetzt gerade vielleicht auch klingt, ist tatsächlich Hans-Bodo Kohl. Denn Johannes, der ist immer noch da. Also Johannes verliert hier nicht irgendwie großartig Zeit, sondern er bleibt dran, während Pascal Chopp, der Abstand bei 2 Sekunden bleibt jetzt relativ konstant, muss man sagen. So, Simon Amos ist in die Pit. Aber ich glaube fast, dass Johannes da versucht zu sparen hinter. Unmöglich, aber wenn ja, ist es ein sehr, sehr guter Move von Johannes. Ja, absolut. Wenn du halt merkst, okay, ich verliere nach vorne keine Zeit, kann aber bei jemandem im Windschatten fahren, ja, dann nehme ich den Windschatten mit. So sieht es nämlich aus. Man muss natürlich auch kalkulieren können, okay, ich muss auch nochmal nicht vorbeikommen, ne? Das ist halt auch. Ja, natürlich, klar, aber jetzt mal ganz ehrlich, ich schätze Johannes durchaus so ein, dass er das sehr gut einschätzen kann. Ja. Hans-Bodo Kohl wird da auch jetzt den Teufel tun, um zu sagen, ja komm, ich versuche jetzt auf Biegen und Brechen nur von dir wegzukommen, damit ich vielleicht die Chance habe, dich um den Boxenstopp-Vorteil zu bringen, während er sich dann aber selber eventuell die Räder also die Reifen kaputt macht und dann nachher sein eigenes Rennen damit zerstört. Kurz nachgeschaut, der beste Rang war tatsächlich in Road Atlanta am Platz 10. Also bis es ein bestes Rennen von der Platzierung. Also ja, auf jeden Fall die Daumen. Ja, absolut. Ich finde es absolut atemberaubend im Moment, wie stabil auch vorne die Top 5, na, eigentlich schon Top 8, wirklich unterwegs sind. Martin Lehmann, gut jetzt mit Alain Carrégé im Nacken, da müssen wir auch wieder drauf schalten. Was passiert denn zwischen Alain und Martin? Wir gehen wieder in die Kamera mit rein bei Alain. Jetzt wieder außenrum gegen Martin Lehmann. Die beiden geben sich's. Also die beiden, die fahren hier auch mit Messer zwischen den Zähnen. Jetzt ist Alain innen. Und Martin muss tatsächlich nachgeben und ihn vorbeilassen. Schön gemacht. Also die Autos scheinen doch nicht zu viel Schaden genommen zu haben. Das war ja doch ein Einschlag. Der war nicht ohne. Und ich habe gesehen, dass Martin auch schon im Heck einen Putscher drin hatte. Ja, habe ich auch gesehen. Und dahinter ist René Seidemann. Also auch das darf man nicht vergessen. Oh, und der hat da zu viel Körper mitgenommen. Da hat sie ihm das Auto versetzt. Ja, hat deswegen auch also Roger Marte mit in die Position geben müssen. Ja, hat er absolut gut abgefangen. Ich wollte nämlich gerade sagen, der sitzt dahinter und wartet wie ein Fuchs.
Aber gut, er kann jetzt natürlich auch wieder davon profitieren, dass die sich hier vorne absolut nicht in Ruhe lassen werden. Ja, natürlich, natürlich. Ich habe gesehen, die ersten Pitstops fangen so an. Das heißt, so langsam präge ich mir auch mal so ein bisschen die Abstände an. Ich habe es aber heute mit der deutschen Sprache, also meine Güte. Mach dir nichts draus, deutsche Sprache, schwere Sprache. Wissen wir alle. Ja, zur Not kann ich immer sagen, ich bin kein Deutscher. Genau, genau. Zur Not wird die Ausrede genommen, ich bin kein Deutscher. Ja. Aber das Problem ist ja, das liegt dann meistens, liegt zwar auch Deutsche, können es nicht. Ja. Wo sind Niklas und Patrick? Leider beide ausgeschieden. Beide ausgeschieden, ja. So, jetzt ist gerade einmal Martin Lehmann an die Box abgebogen. Wir beobachten natürlich vor allen Dingen, was die Boxenstops angeht, die Spitze. Denn Hans-Bodo Kohl, 1,5 Sekunden nur noch zu Pascal Job. Also jetzt bewegen wir uns dann wieder in die Richtung, wer kriegt den Boxenstopp besser hin. Der hat natürlich den Vorteil dann erstmal. Ja, und auch, ob sie alle in derselben Runde rein müssen. Genau. Das ist auch nochmal so ein interessanter Faktor. So, Johannes Behlitz muss ein bisschen abreißen lassen, ist jetzt knapp eine Sekunde hinter Hans-Bodo Kohl. Simon Amoser weiß ich nicht, ob der im Verkehr war. Der hat auf jeden Fall einen Undercut gemacht. Denn die anderen Ferrari. Ne, die anderen. Da ist gar kein anderer mehr drin. Da war da vorne ein Ferrari drin. Wer war das denn? Das war Simon Amoser. Ah, ja, okay. Aber der war ja in der Pit. Dann hat er da wahrscheinlich mal. Also würde ich jetzt mal vermuten, einen Undercut probiert er da. Muss mal gucken, wo er wieder rauskommt. Wir achten drauf. Und Hans-Bodo Kohl fährt rein. Und Johannes Behlitz auch. Beide rein. Pascal Job fährt weiter. Thomas Schmidt kommt da auch rein. Das wollte ich schon René Rajkovic sagen. Ach Mann, was ist los jetzt? Luca Dieblinger sehe ich da auch. André Rajkovic heißt er natürlich. Mr. Rüttelplatte. Wie man das Trick auch nennen mag. Sehr vibrationsintensiv. Genau, das auf jeden Fall. So, Hans-Bodo Kohl kommt wieder raus. Ich bleibe übrigens gerade mit Absicht mit der Kamera drauf. Wir wollen mal kurz gucken, wo die beiden rauskommen. Ja, also Johannes scheint da verloren zu haben, aber ja, jetzt nicht übermäßig. Und Thomas Schmidt ist da auch wieder nah ran, also... So. Ja, Johannes hatte Glück, ist genau vor Stefan Bünter rausgekommen. Das hätte auch noch anders ausgehen können. Genau, jetzt kurz der Hinweis, liebe Zuschauer. Wenn gleich Pascal Job an die Box fährt, auf der Trackmap sind die Fahrzeugnummern hinterlegt. Das heißt, Hans-Bodo Kohl dementsprechend mit der Nummer 1 unterwegs, sehen wir gerade auf dem Weg im Sektor Nummer 2 mit natürlich Johannes Behlitz hinten dran, der mit der Nummer 31 unterwegs ist. Wenn jetzt, und das passiert in genau diesem Fall, als ob ich es gewusst hätte, Pascal Job kommt jetzt in die Box. Wir bleiben mit der Kamera auf Pascal und schauen auf der Trackmap, wo sind Hans-Bodo Kohl und Johannes Behlitz. Wir sehen, sie kommen jetzt auf den Start-Zielbogen. Aber ich glaube, die müssen jetzt auch alle rein. Also ich würde mich fast wundern, wenn die noch eine Runde geschafft hätten. Also so, wir sehen da oben jetzt Hans-Bodo Kohl und Johannes Behlitz, die jetzt in Richtung Start-Ziellinie kommen. Pascal Job steht noch. Oh, Pascal Job steht etwas länger, glaube ich. Und Hans-Bodo Kohl ist jetzt in Kurve 1. Er ist vor Hans-Bodo Kohl. Er bleibt vor Hans-Bodo Kohl und Johannes Behlitz. Ja. Hatte nämlich eine ganz gute Standzeit, beziehungsweise Pitzeit. Peter Thoma auch eine schnelle Pitzeit gehabt. Also und der Abstand nahezu unverändert. 1,6 Sekunden vor dem Stop waren es 1,5. Ja. Und es sind immer noch 1,5. Also aber unverändert. Peter Thoma hat hier doch dicke gewonnen, würde ich sagen. Peter Thoma, der Sieger der Boxenstopp-Phase. Hat aber mit, also die Boxzeit, die bei mir sind, jedes Programm rechnet sie anders. Da habe ich Pascal Job 29,1, Peter Thoma 29,2, Alain Carrigier 29,3. Und ja, dann noch so ein, zwei mit 29er Zeiten, dann viele aber auch mit 30er. Also bei mir sind ich habe jetzt gerade mal die Pitlane Times bei mir eingeblendet. 34,7 Pascal Job, 34,4 Hans-Bodo Kohl, 35,1 Johannes Behlitz.
Also da sind ein bisschen andere Pitlane-Times tatsächlich drin. Die werden anders gemessen, aber ich denke mal, die Tendenz müsste ungefähr gleich sein. Die Tendenz sollte etwa die gleiche sein, genau. Die Messpunkte, die die verschiedenen Programme nehmen, sind einfach unterschiedlich. Genau. So, das bedeutet aber, Hans-Bodo Kohl, 1,7 Sekunden Stand jetzt nach vorne zu Pascal Chopp. Und das für die letzten 17 Minuten, das wird eine Aufgabe. Ja, also man sieht, bis zu Thomas Schmidt sind alle noch immer, also ja, immer mal so ein Sekündchen dazwischen, aber die fahren wirklich da gerade wie an so einer Perlenkette über Start und Ziel. Also da ist noch überhaupt nichts gegessen. Nee, also das auf gar keinen Fall. Der Einzige, der da ein bisschen verloren hat, würde ich sagen, Andrei Rajkovic. Ja, wobei... Glaube ich von der Zeit ein bisschen. Und Simon Amoser, ich auch, also normalerweise müsste er eher verloren haben, weil ihm die Runden mit dem leeren Tank fehlen. Normalerweise müsste das immer langsamer sein. Ja, wobei... Weil die Lücken sind auf jeden Fall größer geworden. Die Lücken sind definitiv größer, wobei ich glaube aber nicht, dass das bei Simon Amoser jetzt zum Beispiel dementsprechend am Tank lag. Mein Gott, bei mir hängt es heute auch. Sondern... ich glaube, bei Simon Amoser ist es tatsächlich mehr das Thema mit dem Verkehr gewesen, weil wenn ich das richtig gesehen habe, ist der immer wieder im Verkehr festgehangen. Okay, ja. Ja, auch das kostet natürlich Zeit. Immer, genau, wenn du einen Undercut machst, willst du kein einziges Auto überholen müssen, sonst wird dieser Undercut halt sehr schnell sehr ineffektiv. Ja, genau. So, Johannes Behlitz, Garage S frei bei SRA unterwegs hier. Auf der dritten Position sein Teamkollege Pascal Jutzia, leider im Startcrash ausgeschieden. Wie auch Patrick Schilikowski, Niklas Last dann eine Runde später ebenfalls. Ja, es ist schon sehr schade. Und Adrian Tomi da mit dabei, Tobias Schmid, Michel Lichti, Dave Erdin. Wobei Dave ist nicht mehr unterwegs, leider. Aber Lukas Würgler ist noch unterwegs. Der hat allerdings, ist nicht mehr unterwegs, wenn ich das in SDK richtig deute. Schauen mal drauf, ist Lukas unterwegs? Nein, Lukas ist nicht unterwegs. Ja, das war ein sehr unglücklicher Startincident. Ja. Also nicht, dass irgendwie jemand krass die Linie gewechselt hat, aber wenn du halt dein Lenkrad nicht komplett haargenau gerade stehen hast, sondern dass du halt von Anfang an in einem kleinen Winkel fährst, dann merkst du nicht, dass du schief fährst und da hinten dran denkst, oh, der kommt immer mehr auf meine Linie und ja... Wenn du dann einmal diese Berührung hast, dann schiebt das eine Auto das andere in eine Richtung und dann ist es schon vorbei. Dann bist du nur noch Passagier. Ja, das ist genau das, was leider passiert ist. Und das natürlich hier in so einem so großen Starterfeld hat natürlich eine Kettenreaktion hervorgerufen. Ja, wobei ich glaube, es ist auch ganz glimpflich ausgegangen. Also da waren zwar jetzt 3-4 Autos, die in dem Zuge da wirklich Kernschrott waren. Aber ja, das haben wir in Spanien... In der F3 damals zumindest war etwas in die Richtung und da war wirklich das halbe Feld direkt weg. Und Spanien F3, das muss man aber fairerweise dazu sagen, das war auch deutlich extremer. Ja, okay, es war halt auch, dass bald direkt ein Start und Ziel sich immer gedreht hat, quer standen und Leute reingefahren, so ein bisschen war es jetzt ja auch. Aber ich glaube, dafür war es eigentlich noch recht glimpflich, also ich hatte mehr Ausfälle erwartet. Absolut, natürlich, die Leute, die es trifft, ist immer... super, super ärgerlich. Vor allem mit Pascal Jutz, natürlich, man hat ein Streichresultat, aber der die letzten Rennen wirklich so stark gefahren ist, das muss man einfach sagen. Und jetzt dann natürlich so einen Dämpfer bekommt, weil er hätte auch wieder solide Punkte mitgeholt. Ja, natürlich. Und das Schlimme ist, und das ist ja das Blöde, er muss jetzt damit automatisch eigentlich ein Streichergebnis nehmen. Und das ist das Blöde. Das bringt ihn natürlich in eine Situation jetzt für die letzten 4 Rennen, in der er kein Streichergebnis mehr möchte und da jetzt ein bisschen unter Druck steht natürlich. Ich bin verwirrt. Irgendwas ist bei Johannes gerade passiert. Der ist nämlich hinter Thomas. Ja, Moment. Schau mal kurz nach. Moment, ich hab's schon. Ein Dreher im... Im Senna S, wenn ich das richtig sehe. Im Senna S, da war ein Quersteher drin. Wir sehen's gleich. Jetzt runter müsstest du... Da. Ah, ja. Oh, aber gut, dass das Auto in die Richtung gehalten bekommen. Das hätten noch 5 Sekunden mehr sein können, hätte er sich da jetzt komplett weggedreht, aber ist da einfach zu schnell in Senna S rein. Und da ist der Porsche eben, ne? Ich habe das Gefühl, den kannst du viel öfter noch gut abfangen. Man sieht es ja auch, er hat sich komplett eingedreht, was natürlich Zeit spart, aber das Heck ist weg. Ja,
Ja, natürlich. Und das ist ja das, was ich im Vorgespräch schon meinte. Mit Dave. Dass du. Ja, du hast halt einfach dieses nervöse Heck. Das ist bei dem Auto einfach so. Und das ja. Jetzt Johannes natürlich leider richtig in den Ja, Weg. Vor allem bei Niklas, also in der Rundenvorstellung, das sah fast so aus, als würde er auch ein Setup mit weniger Aerodynamik fahren. Oder es ist einfach sein Fahrstil so, das kann ich jetzt natürlich nicht sagen. Aber ja, da kann es auch sein, dass eben weniger Gewicht auf dem Heck ist. Boah. Aber jetzt haben wir vorne das schöne Duell hier. Thomas Schmidt und Peter Thoma. Da haben sich jetzt zwei gefunden. So, währenddessen Pascal Chopp 1,6 Sekunden immer noch vor Hans Bodo Kohl. Also da tut sich erstmal nichts. Tut sich nichts, ja. Dann dieses Duell hier. Und dann haben wir Roger Marte gegen Alain Carrigé noch auf Position 9 und 10. Und dann noch Pascal Köchli gegen Johannes Schafranka 17 und 18. Wir bleiben aber natürlich erstmal, liebe Zuschauer, auf diesem Duell hier, auf denn diesem, das ist ja momentan das Spannendste auf der Strecke. Und Simon, ich würde dich kurz für 30 Sekunden alleine lassen mit der Stimme. Ja, danach werde ich dann aber mal schauen, was mit Thomas Felix passiert ist, weil den sehe ich jetzt im Pro. Aber so lange schauen wir kurz hier das Duell weiter. Können jetzt auch mal drauf achten. Hat der BMW den Straight Line Speed? Das kann jetzt natürlich sein. Thomas Schmidt war jetzt im Windschatten. Jetzt ganz wichtig, die letzte Kurve so viel Schwung wie möglich mitnehmen. Mal schauen. Hat der Porsche mehr Straight-Line-Speed? Hat der BMW mehr Straight-Line-Speed? Der BMW darin natürlich immer super, super stark. Aber es ist natürlich auch eine Setup-Sache. Ja, absolut, natürlich. Das ist immer die Frage, wenn, aber... Wenn ich sehe, wie Thomas Weich ist, der Exit sah nicht ganz optimal aus. Aber der Straight-Line-Speed vom BMW sieht mir doch mal wieder sehr, sehr stark aus. Ja, sieht wirklich so aus. Also das ja. Auf jeden Fall. Ich finde aber... Echt? Boah. Ja, aber schau mal wieder. Er kommt nicht ran in den Windschatten. Schau dir das an. Er kommt nicht ran. Das geht nicht. Du kannst mit... Also gegenüber dem BMW kannst du wirklich weniger Flügel fahren und du kommst im Windschatten einfach nicht ran. Entweder du drückst ihn jetzt in den Kurven wirklich... so groß im Spiegel sein, dass er einen Fehler macht oder dass er halt mal den Kurvenausgang verpasst. Aber dann hängt er halt in deinem Windschatten und dann musst du ihn auch da mal rausbekommen. Ja, das, was ich so ja, ein bisschen schlimm finde, du hast das Problem gegen den BMW erstens auf der Straightline und zweitens, der BMW ist auch auf der Bremse extrem stark. Ja, da finde ich Kurven langsam. Genau, da finde ich Kurven langsam, aber du musst halt da hängt er dir dann vor der Nase. Du musst halt irgendwie erstmal an diesen Punkt kommen, wo du dich vorbeisetzen kannst. Und das geht auf der Bremse so unglaublich schwierig gegen den BMW. Absolut, ja. Ich schaue noch kurz nach dem Incident von Thomas Felix. Ja. Aber ich habe da kein Licht, ey. Und auf einmal steht er da, Exit vom Senna S einfach. Nee, das war sogar eine andere Stelle. Also da steht er auf einmal einfach quer und setzt dann das Auto ab. Also ich kann da leider nicht rausfinden, was da ist. Da ist einfach eine Lücke im Replay. Also sah mir jetzt eher eine eigene Fahrfehler aus, weil ich auch nicht weiß, wer da jetzt noch in dem Bereich war. Also, tut mir da leider leid, aber hat der Kameramann ist eingeschlafen. Der Kameramann ist eingeschlafen, Frechheit mit dem. Aber wir können mal trotzdem gucken. Vielleicht krieg ich's noch. Ich krieg zumindest das Ende, aber das Heck sieht da schon. Oh, da ist komplett krumm. Genau, und davor dran stand er halt da auf der Strecke und ich sehe nicht, was davor dran war. Das krieg ich vielleicht noch raus. Warte, wir versuchen das mal eben. Ob ich zurückspulen kann dementsprechend, dass wir da noch was bekommen. Wir sind gleich wieder im Live-Bild, liebe Zuschauer. Oh ja, okay. Oh ja, bei dir ist es. Ja, er blinkt da. Ja. Oh, da ist aber ordentlich getroffen worden, so wie das aussieht. Ja, das war... Ups, Da hat es einfach mal direkt weggespult. Danke, SDK. Ja. Aber wir haben, also es war auf jeden Fall ein Treffer aufs Heck. Ja, das andere Auto, ich weiß die Namen gerade nicht mehr, den hatten wir eben auf jeden Fall schon mal. Das war Marcel Mayer. Genau, und hinten dran müsste Johannes Schafranka gewesen sein, ne? Ja, im Porsche. Da gab es auf jeden Fall eine fette Berührung. Ich schaue mal, vielleicht kann ich es über die wiederfinden. Ich versuche es mal. Boah, Thomas Schmidt gegen
Boah, Peter Thoma. Und da muss ich die jetzt, geben sich. Eieiei, da muss ich jetzt aber sagen, von beiden, ui, harte Gangart hier. Sehr harte Gangart. Das, aber davon profitiert halt einer wieder und das ist Johannes Belitz. Was macht denn Ersin da? Ersin steht. Johannes in die Box. Da schaue ich mal. Über Johannes komme ich leider auch nicht ans Feedback ran. Da ist einfach ein Aussetzer. Schauen wir mal, was da war. Ne, vielleicht ging es einfach nicht mehr. Zu stark mit dem Fieber zu kämpfen. Mit der Verfassung gerade. Vielleicht, ja, durchaus möglich. Oder ein pechliches Problem, kann man jetzt natürlich nicht direkt sagen, aber bleibt da einfach stehen. Setzt sich zurück. Und wir sind immer noch bei diesem jetzt wieder Trio. Denn Johannes ist jetzt auch dran. Und der wird natürlich nur abwarten, dass die beiden da vorne sich wieder ordentlich in die Haare kriegen und er irgendwie diese Lücke ausnutzen kann. Johannes will natürlich wieder zurück auf P3, das ist klar. Aber die Frage ist, kann er das? Hat er da irgendwie die Chance dazu? Weil der BMW von Peter Thoma, der ist so groß und so breit, der blockiert seit Runden Thomas Schmid. Aber was soll Johannes dann noch machen? Da ist ja auch noch Thomas Schmid dann im Weg. Ja, wobei, es kann dann sein, ne, weißt du, zwei streiten sich, freut sich der Dritte. Kann passieren, auch das kann auch hier passieren. Wir sehen René Seidemann, vor ihm Martin Lehmann und Roger Marte. Ja, ich halte das andere Duell mal im Auge. Ja, oh, Martin Lehmann zieht da kurz mal richtig raus. Und wir halten auf jeden Fall die Abstände überall im Auge mal, so gut wir das irgendwie können. Es sind die letzten 5 Minuten jetzt schon angebrochen. So schnell geht das immer. Uiuiuiui. Ja, das intensiviert sich natürlich noch, ne? Ja. Also, boah, wenn man weiß, okay. Oh, Martin, leichte Berührung hinten gegen Roger Marte. Und jetzt kommt auch noch René Seidemann. Muss da ihn wieder aufmachen. Ja. René, ich würde dir fast empfehlen, jetzt gleich rüberzuschalten, weil die fahren jetzt auf die lange gerade. Ich glaube, das könnte sehr. Oh Gott. Da geht's auch noch ab. Boah, ist das schwierig. War schön, also man muss sagen, es ist alles sehr eng, aber sie lassen sich den Platz trotz allem, ja, und jetzt, ja, René vorbei. Ja, jetzt unsere Dreiergruppe vorne geht auf Start und Ziel. Peter Thoma da jetzt mit dem Nachteil, muss zwei Leuten Windschatten geben. Aber da steht jetzt noch keiner aus, auf der Bremse vielleicht. Nein, da wird noch gewartet. Ja. Da war der Abstand noch zu groß. Der BMW hat einfach einen unglaublichen Straightline-Speed. Ja, ich glaube, das wieder rettet den Peter gerade ein bisschen. Ja, wir gehen auch wieder Tag drauf. Ja. Boah. Wie der da rüberzieht. Wahnsinn. Natürlich versuchen da so viel wie möglich den Windschatten zu brechen, auch wenn es nicht so möglich ist. Aber dann halt mal nach innen gehen, um zumindest schon mal direkt die Tür zuzumachen. Und ich glaube, er zeigt ganz deutlich, nee, Jungs, ihr müsst schon fighten, um vorbeizukommen. Und dessen vorne passt der Job ans Protokoll, die haben wir natürlich nicht vergessen. Der Abstand bleibt einfach die ganze Zeit gleich. Also wirklich stark von denen, die fahren aber konstant. Da scheint keiner jetzt großartig schneller zu sein als andere. Und ja, hinten dran geht die Post ab. Das Schlimme ist ja, und das muss man jetzt einfach auch mal sagen, seit Runden versucht Thomas Schmid irgendwie einen Weg vorbeizufinden an Peter Thomas BMW, kommt aber nicht vorbei und Johannes sitzt dahinter wie auf heißen Kohlen. Der könnte schneller, er weiß aber nicht, wie er vorbeikommen soll. Ja, wobei kann er wirklich, also ich glaube nicht, dass er krass schneller kann. Ich glaube, da hat er profitiert, dass sie jetzt so gefightet haben, weil vorher, glaube ich, waren die Rundenzeiten auch recht ähnlich. Aber ja, natürlich, wenn halt zwei fighten, dann läuft man schnell drauf auf und dann sind die langsamer. Aber da muss man auch sagen, Jan Allmann, sehr schön Platz gemacht. Ja, sehr, sehr fair von Jan an dieser Stelle. Ja, so können alle drei weiter fighten ohne einen Einfluss. Hatte leider auch zwei unglückliche Situationen im Rennen, Jan. Aber nichtsdestotrotz beweist er auch hier, dass er durchaus Rennintelligenz und Übersicht mitbringt.
Ja, ich glaube, für ihn ist es vor allem Erfahrung sammeln. Ja. Ne? Ist ja noch ein ganz. Vielleicht war ganz nicht ganz im Gefühl mit den Reifen oder war ein bisschen unkonzentriert. So schien es mir ein bisschen. Da kam dann eins zum anderen. Aber er fährt durch, er fährt weiter. Und das. Und P19 ist trotz allem nicht schlecht. Ja, es sind Punkte, ne? Es sind zwei Punkte. So sieht's nämlich aus. Für einen, wie alt wird er dann sein? Auch so um die 16, 17? Ich glaube, Jan ist 15. Ja. Johannes, oh Gott. Also mit 15 ist das ja auch schon. Ja. Ja, Johannes wird ungeduldig. Man merkt. Ja, vielleicht hat Peter den Vorteil. Er kommt halt durch den Straightline-Speed weg und Johannes macht jetzt Druck auf Thomas, weil er zumindest 10 überholen will. Es ist halt, das Problem ist, es sind nur noch maximal 2 Runden. Ja, wenn überhaupt. Ja doch, es werden noch 2 Runden sein. Wenn doch, ja, okay. Es sind noch 2 Runden. Ja doch, er ist ja schon über Start und Ziel. Ja, aber schau dir diesen Straight. Ja, es ist krank. Schau mal, wie die kommen einfach nicht ran. Nee. Da kannst du nichts machen. Nee. Nichts, wie chancenlos da. Und selbst in den Kurven, bekommt er sich schon mal gut vor. Also da macht, muss man sagen, macht Peter auch und er macht super. Also kann man nichts sagen, macht er sehr schöner. Ja, ich muss nur zugeben, die Situation, wo Peter und Thomas Schmid beide kurz vorm Abfliegen waren, da bin ich mir unsicher, wie diese zustande kam. Ob jetzt Peter nochmal die Linie gewechselt hat, ob Thomas einfach zu spät auf der Bremse war, das weiß ich jetzt nicht mehr. Aber das war knapp und Johannes. Johannes macht den Verstappen da. Ja. Aber das wird es jetzt für ihn schwieriger machen wieder. Ich glaube, das war eine Situation, da ist es manchmal ein bisschen schwierig. Aber das muss man ja auch sagen. So, der Verteidiger macht einen super Job, aber die Angreifer eben auch. Sie fahren, lassen sich da jetzt den Abstand machen, keine Harakiri-Manöver. Ja, ich hoffe, wir reden. Roger Marte noch gedreht. Ich hoffe mal, wir loben den ist außenrum. Oh, aber das war zu offensiv. Und da hat er Glück, dass Johannes reagiert. Ja. Und das hätte schief gehen können jetzt gerade. Da wollte er Peter Thoma auf dem falschen Fuß erwischen. Hat er eigentlich auch, muss man fairerweise sagen. Oh, aber jetzt der Exit. Der wird nicht gut. Der wird nicht aber gut. Johannes auch dran. Nicht. Ja, aber Johannes auch nicht. Johannes hatte Wheelspin. Johannes hatte einen Quersteher. Ja. Und jetzt sind die aber so nah dran, alle drei. Ja, es könnte vielleicht für Johannes für den Angriff reichen. Jetzt innen rein, er muss irgendwo in die Lücke finden. Aber die machen zu. Außenrum. Nee, das wird nicht funktionieren. Oh, Peter Thoma. Das war die letzte. Das war die Zielflagge? Das war aber die letzte. Das war die Zielflagge. Mir wurde die White Flag nicht angezeigt. Okay, sorry, da haben wir ein bisschen verpennt. Nee, da sind wir. Wie bitter, ja. Oh, was ein Fight aber von den beiden. Da sind wir alle davon ausgegangen noch, dass es noch eine Runde gibt und wir noch die Zeit weitersehen. Cool hat sich gehalten. Dahinter Simon Amoser hat sich da angereicht. Andriy Rajkovic, Luka Dieplinger hat es auf der 8 nach Hause gebracht. Auch mal Glückwunsch dahin. Ja. Und dann René Seidemann auf die 9 noch, ne? Ja. Michael Endre ist übrigens mit dem zweiten McLaren auch auf Position 12. Also auch er mit einem starken Ergebnis. Stefan Bünter und Roger Marte, so ein bisschen der Unglücksrabe. In der letzten Runde haben wir 4 Positionen verloren dann insgesamt. Ja, aber Stefan Bünter hatte auch von Anfang an den Schaden am Auto. Schade, der war im Quali stark. Hätte ich gern gesehen, wie das ohne die Zwischenfälle da ausgegangen wäre. Ja. Aber ansonsten, ich glaube das haben wir ein paar abgestellt, bis P90, dann Allmann war der letzte dann noch. Okay, die hinten konnten alle profitieren. Konnten alle in die Punkte fahren. Genau. So, liebe Zuschauer, wir gehen kurz in eine Werbeunterbrechung und melden uns dann gleich zurück mit den Interviews. Entschuldigung, Moment. So ist es richtig. We'll be right back.
doch mal, Baby, ich habe meinen Einsatz verpasst. Warte doch mal ein bisschen. 1ahosting.ch 100 GB SSD Webhosting für nur 4,90 Franken pro Monat. Registriere jetzt deine .ch-Domäne für nur 4,90 Franken im ersten Jahr zum Hosting dazu, Mann. Webhosting vom Feinsten. So, da sind wir wieder zurück aus der Werbeunterbrechung. Wir haben das Podest bei uns zum Interview und natürlich fangen wir nicht an mit Johannes Behlitz, das ist noch übergeblieben. So, sondern wir fangen an mit dem dicksten Arsch von Interlagos, also nicht der Fahrer selber, aber dementsprechend der ist das Fahrzeug des Fahrers, so rum ist es richtig. Und ich würde wieder abgeben, natürlich an meinen lieben Kollegen Simon, der die Interviews führen darf und beginnend dementsprechend mit Peter Thoma. Ja, Marc, da hast du dich nochmal knapp vorbei. Ich habe gerade noch die Kurve gekriegt im Senna S. Gerade so bin ich noch rumgekommen. Ja, Peter, wie gesagt, also sehr, sehr cool. Also da hast du wirklich alles rausgeholt, was an Fahrzeugbreite drin ist. Aber der BMW, wie gewohnt, schnell auf der Geraden, aber dass der dann doch so übermächtig ist. Ich weiß nicht, wenig Flügel gefahren? Wie war das Setup eingestellt? Ja, also wenig Flügel, wie es nur geht. Das war auch die Strategie für heute. Gut qualifizieren und dann irgendwie versuchen, vorne dran zu bleiben. Weil, ja, hast dann auch einen super Boxenstopp hinterher gesetzt. Ne? Du konntest eine Runde länger fahren als manch anderer. Ist natürlich eine Runde mit leerem Tank mehr. Und ich weiß nicht, hast du da Thomas Schmidt überholt oder vorher schon? Der Thomas war eigentlich hinter mir. Ich glaube, der ist hinter mir gestartet und dann habe ich ihn überholt. Und seit Anfang des Rennens habe ich ihn gleich hinter mir. Ja, ich war mir nicht mehr sicher, ob er da vorbeigekommen war. Nee, aber ansonsten wirklich wieder mal ein fehlerfreies Rennen, super gefahren da. Wie war es für dich? Waren die Reifen gut? Oder du sagst jetzt am Ende, war es so ein bisschen Kampf auf die Reifen bezogen oder auf die Konkurrenz, die dann von hinten wirklich breit im Rückspiel war? Naja, es waren eigentlich schon die Reifen. Also vorne rechts war der Reifen war komplett überhitzt. Und das hat man auch gemerkt. Und Thomas ist natürlich auch kein langsamer Fahrer. Ja, den kenne ich auch schon seit letztem Jahr. Also ich habe mich dann richtig breit gemacht im Infield und habe dann gehofft, dass ich auf der Geraden wegkomme. Das hat funktioniert. Ja, du hast da immer schön die Exits getroffen. Jetzt die letzte Runde war es ja nochmal ultra knapp. Nochmal profitiert von Johannes, der dich dann praktisch aufs Podium gebracht hat. Aber du hast es wieder mal, ich glaube, wo war es? War es jetzt schon Atlanta? Oder war es davor? Virginia. Virginia, stimmt, da hast du auch ein bisschen profitiert, aber gleichzeitig halt auch wieder dein fehlerfreies Rennen gefahren. Also in dem Sinne Glückwunsch und ich würde sagen, ja, alles richtig gemacht wieder mal. Ja, danke. Ja, Marc, den Hans-Bodo Kohl, den werbe ich dann zu dir rüber. Wow, der Hans-Bodo. Da freue ich mich doch. Der Hans-Bodo Kohl bei uns, Platz 2 heute Abend mit nach Hause genommen. Auch wenn es am Anfang des Rennens erstmal kurz nicht danach aussah, Hans-Bodo dann mit einer sehr guten Strategie wieder zurück ins Rennen gekommen. Ja, erstmal herzlichen Glückwunsch natürlich, Bodo. Und die Frage, woran hat es gelegen, dass der Pascal da so vor dir weggefahren ist?
Erstmal danke. Super Rennen von Pascal. Also wie man, glaube ich, gesehen hat, wenn man im Windschatten mal dran ist, dann bleibt man einfach irgendwie drinnen hängen. Das läuft dann einfach. Da kommst du einfach die ersten paar Runden nicht weg. Man hat ja auch gesehen im Training, da war die Pace eigentlich nahezu deckungsgleich. Also ich glaube, wir hatten 14 Autos innerhalb von einer Sekunde und vorne konntest du eigentlich alle zudecken mit dem Taschentuch. Irgendwie hat es mich dann einfach in diese Zweikämpfe reingezogen. Ich wollte am Anfang nicht so schnell machen, weil dann einfach die Reifen wiegen. Das wollte ich einfach vermeiden, damit dann einfach danach die Pace noch besser ist. Aber wie gesagt, mich hat es dann reingezogen. Dann kam Peter Thoma mit seinen Superzündis auf der Geraden. Und dann war ich auch schon mittendrin im Geschehen. Ja, irgendwie konnte ich mich dann noch draus befreien und war dann wieder an Johannes dran. Aber für Pascal hat es dann leider nicht mehr gereicht, weil der einfach die gleiche Pace. Ja, dann war das Rennen dementsprechend relativ schnell vorbei, aber du hattest dann relativ schnell wahrscheinlich die Erkenntnis, dass das heute schwierig werden wird. Jetzt mal kurz die Frage, weil du es gerade auch so schön gesagt hast mit den Reifen. Wie schlimm war es denn am Ende tatsächlich? Also 42 Grad Streckentemperatur sind ja gerade für den Reifen nicht ohne. Ja, also es ist wie immer, man muss halt einfach die Temperaturen und die Drücke im Griff haben und je mehr, dass man am Anfang sich abhetzt, desto schlimmer wird es dann eigentlich. Wie gesagt, Plan wäre eigentlich gewesen, so 32-0 zu fahren, aber da spielte dann Pascal nicht mit und ich Rennen offensichtlich. Und ja, dann war das Problem schon gegossen und ich steckte mittendrin und da musste ich wieder zurückkommen. Also Gott sei Dank nach ganz vorne, aber Pascal hat es schwer verdient, muss ich sagen. Ja, finde ich also eine starke Leistung auch von dir und natürlich Pascal dementsprechend. Da vielen Dank, Hans-Bodo. Und dann würde ich sagen, Simon, dann darfst du dir den Sieger des heutigen Abends schnappen. Ja, Pascal, erstmal Glückwunsch. Und man muss ja wirklich jetzt mal bei dir sagen, endlich. Endlich ist es am ersten Platz. Ja, moin. Ja, du sagst es definitiv, endlich. Ich habe lang drauf gewartet, hier einen Sieg einzufahren. Und an der Stelle auch noch kurz Gratulation an Hans Bodo und Peter Thoma. Die hatten da wirklich auch eine sehr starke Pace. Ich war da wirklich froh, dass ich da auch ein bisschen Abstand hatte zu Hans Bodo, weil im Windschatten wäre es dann schon gefährlich geworden. Und im Zweikampf hätten wir da schnell viel Zeit verloren, was dazu geführt hätte, dass natürlich Peter Thoma auch wieder also da, ja. Ja, ich hatte es zu Marc ganz am Anfang gesagt, Marc gesehen, du konntest dir relativ schnell, ich glaube, es war schon Runde 1 oder Runde 2 spätestens, deine anderthalb Sekunden rausfahren und die hast du eigentlich, also ich glaube, größer als 2 Sekunden war der Abstand nie, aber du hast es gemanagt und mehr hast du nicht nötig, ne? Die Leute aus dem Windschatten halten und dein Rennen da vorne durchfahren. Genau, ja. Also es war ja zuerst die Turn, die habe ich nicht so erwischt. Da war ja Hans Bodo in der Führung. Und dann in Runde 4 war es, glaube ich, konnte ich ihn da im Infield überholen. Und dann, ja, dementsprechend gab es da auch ein bisschen Verkehr mit Johannes Behlitz. Da haben sie ein bisschen Zeit verloren, was natürlich mir in die Karten gespielt hat. Und da konnte ich, ja, wie du schon sagtest, die anderthalb, 2 Sekunden und da hatte ich einfach, wie fest ich pushen muss oder zurückstecken kann. Genau, ja, nicht mehr als nötig, aber genau. Ja, weil du hattest jetzt, man muss wirklich sagen, da waren einige Rennen dabei, wo du weit vorne dabei warst, wieder irgendein Zwischenfall, wirklich sehr oft sehr unglücklich. Ich glaube, jetzt zuletzt auch Road Atlanta wieder sehr unglücklich für dich verlaufen an einem guten Quali. Aber jetzt muss man wirklich sagen, es war super schön, ihr wart alle schön nah beieinander und trotzdem hattest du gar keine Probleme mit, ich glaube, du warst auch einer der, nee, du hast in der ersten Runde so von den ganzen Einfahrten da gepittet, aber ansonsten auch mit den Reifen und Sprit bist du gut durchgekommen, oder? Ja, also ich war zuletzt an der Box. Ich hatte den Boxenstopp noch ein bisschen Sprit gespart, für das ich wirklich noch eine Runde mehr fahren kann. Mit den Reifen war es so eine Sache, also ich musste schon aufpassen, dass ich die nicht zu fest rannehme, damit sie wirklich noch halten. Also ich musste mir da sicher auch Mühe geben, dass die nicht plötzlich abreißen. Das ist schon so, ja. Ja.
drauf achten, kein Überhitzen, kein zu sehr. Aber wie gesagt, über die Zeit, da gehört natürlich Reifen, Sprit sparen, alles dazu. Den Gap, also es war ja auch kein großer Gap, den du jemals hattest. Also ja, einfach sehr gut gemanagt, sehr gut unterhalten. Jetzt kurz, vielleicht ganz kurzer Voraussicht, Suzuka, die nächsten Rennen. Also ich denke mal, jetzt die Qualis haben gezeigt, du willst da vorne. Auch für die Schweizer Meisterschaft muss man sagen, sind das wichtige, wichtige Punkte für dich. Wie sieht das für die nächsten Rennen aus? Bist du da heiß drauf? Denkst du, das sind wieder Strecken, die dir liegen? Oder kommt da jetzt auch was, wo du sagst, so absolut muss nicht sein? Ja, nein, nicht speziell. Also ich werde mir da jedes Mal Zeit nehmen und mich ordentlich vorbereiten auf die Rennen und natürlich auch wieder hoffentlich vorne konstant mitfahren können. Das ist sicher auf jeden Fall das Ziel. Und das oberste Ziel ist bei mir sicher die Schweizer Meisterschaft. Das steht zu oberst. Also da lasse ich lieber mal noch einen vorbei, wenn ich weiß, der fährt da nicht um die Punkte. Ja, einfach kein Totalausfall. Ne? Genau. Die Streichresultate sind auch so, ja, die sind zwar auch da, um benutzt zu werden, aber ja, die gehen halt auch irgendwann aus. Und ich denke, das wird noch schön eng zwischen euch da vorne. Vielen Dank, Pascal. Und auch nochmal Glückwunsch ans ganze Podium. Und eigentlich auch, sage ich mal, würde ich mal sagen, alle Fahrer. Also war wirklich ein tolles Rennen, viele, viele Kämpfe heute. Von dem schließe ich mich einfach mal an. Glückwunsch nochmal auch natürlich an Pascal Schopp, der das Rennen heute hochverdient nach Hause mitnimmt und dementsprechend auch sehr, sehr viele wichtige Punkte in Sachen Schweizer Meisterschaft. Und damit, liebe Zuschauer, sind wir fast am Ende angekommen, aber nur fast. Denn wir haben noch eine Thematik, die wir ganz dringend abhandeln müssen und das ist natürlich die Wettbewerbsfrage, die heute wieder im Raum stand. Es ging darum, welches Fahrzeug Luca Dieplinger privat fährt und jetzt muss ich eins dazu sagen, der Pott wird immer größer. Also langsam kommen wir in Lotto-Gefilde hier. Ich möchte es nur mal gesagt haben. Die Lösung wäre nämlich eigentlich gewesen, jetzt ist es ein bisschen, was heißt gemein ist es nicht, aber wir sehen hier, er besitzt zwei BMWs. Ne? Also wenn man einen von beiden gefunden hätte, hätte man durchaus gewinnen können. So allerdings gibt es gar keinen Sieger und deswegen gibt es dann nächste Woche 90€ Amazon-Gutschein im Pott und da muss ich dann einfach mal sagen, lohnt sich. Ja, es lohnt sich. Da wären wir schon wieder bei dem Punkt angekommen, es lohnt sich. Genauso lohnt sich auch und wir gehen gerne nochmal auch ein letztes Mal natürlich auf dieses Thema ein. Am 19.02. das Charity-Event Just One Wish for the Children We Race. Simon wird jetzt einfach mit angemeldet, ist mir scheißegal, der hat mitzufahren. Ich freue mich da riesig drauf. Ich selber fahre mit, gerne noch anmelden und mit teilnehmen. Wie gesagt, über 40 Teams sind bereits angemeldet. Das wird ein absolut geiles Event, das wird großartig werden und wir freuen uns da auf jeden Fall alle sehr darauf. Ansonsten bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, vielen lieben Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen lieben Dank natürlich auch fürs Einschalten. Vielen lieben Dank an Simon Heck, der mit Danke an meiner auch. Seite wieder war heute Abend. Und dann sehen und hören wir uns nächste Woche zum Formel 3-Lauf hier in der Flonk, zum Lauf in Suzuka. Dementsprechend Lauf Nummer 7 im Land der aufgehenden Sonne. Andere Seite der Welt. Genau, die andere Seite der Welt. Da werden wir als nächstes sehr, sehr viel Spaß bei haben. Ansonsten, wie gesagt, vielen lieben Dank fürs Einschalten. Ich wünsche allen einen restlichen schönen Donnerstagabend. Bleibt alle gesund und fit und munter und dann ein schönes Wochenende. Macht's gut. Bis dahin sagen Simon Heck und Marc Keil an dieser Stelle. Vielen Dank und ciao, ciao. Tschüss.
Mann, Baby, ich habe meinen Einsatz verpasst. Warte doch mal ein bisschen. 1AHosting.ch 100 GB SSD Webhosting für nur 4,90 Franken pro Monat. Registriere jetzt deine .ch-Domäne für nur 4,90 Franken im ersten Jahr zum Hosting dazu, Mann. Webhosting vom Feinsten.